So Jungs, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Schiller schrieb den Wallenstein im Jahre 1798. Wer von euch kann mir denn ein besonders schönes Zitat aus dem Werk sagen? Na, na? Ich will euch ein wenig helfen. Fritz, schläfst du? Ich denke nach. Na, dann sieh mir mal an. Fällt dir bei meinem Anblick kein Zitat ein? Doch, ich weiß eins. Bitte schön. Ein Potz tausend, was der Blitz, das ist ja die Gustl vom Blasewitz. Du hast überhaupt kein Gefühl für die Nutzanwendung von Zitaten aus den Werken unserer Meister im Leben. Hans, bitte. Und wer zum Korporal erst hat gebracht, der steht auf der Leiter zur höchsten Macht. Du scheinst mich nicht richtig verstanden zu haben. Ich sagte, du solltest mich mal ansehen und aus dem Anblick meiner Person eine Gedankenverbindung zu einem Ausspruch aus Wallensteins Lara finden. Wie ist das Streuspott, wie sie spuckt, hat sie dem Feldherrn abgeguckt. Also Becker, du bist nur vorlaut gebängelt. Wegen deiner ungebührlichen Antwort wirst du mir heute Mittag 2 Stunden bei unserem Pedell nachsitzen. Außerdem schreibst du noch einen Aufsatz, wie benehme ich mich meiner Lehrerin gegenüber in Verbindung mit Schillers Zitatenschatz. Dann kannst du deiner Mutter bestellen, sie soll mich mal aufsuchen, verstanden? Jawohl, Frau Studienrat. Noch vielen Dank. Für was? Für den Arrest bei Herrn Schmitz. Ja, hat man denn schon mal so einen frechen Lümmel gesehen? Och, da steckt ja wieder was dahinter, nicht? Aber ich werde dich schon zähmen, Bursche. Übrigens heißt das Zitat, gut, dass ihr seid, dass wir euch haben. Wir kommen auch ohne die Aalus. Zum Abschluss der Stunde unsere gewohnte Atemübung. Frei nach dem Worte des Tonvaters Jan, das da lautete, frisch, fromm, fröhlich, frei. Aufstehen. Setzen. Aufstehen. Setzen. Aufstehen. So, und jetzt unsere gewohnte Atemübung. Arme streckt, beucht, beucht. Arme streckt, beucht, beucht. Arme streckt, beucht, beucht. Tja, wer hat denn hier was von Sitzen gesagt? Aufstehen, aufstehen. Arme ausschütteln. Hans. Was ist denn hier mit dem Arm? Beide Arme ausschütteln, Fritz. Sag, wenn du mir noch so eine schmutzige Hand hier in der Klasse zeigst, wie diese, Christopher Mehrenmark. Ja, das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Was ist mit der Mark? Ich hab's jetzt nicht klein. So, nun sieht ihr schon viel besser aus. Sauerstoff in der Bewegung eingeatmet, ist das kräftigste Lebenselixier, merkt euch das. Seid doch mal ruhig! Ihr wisst doch genau, dass der Pedell uns Karten für das Bundesligaspiel versprochen hat, wenn wir ruhig sind. Klar, Mensch, beinahe vergessen, also leise. Leise, 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 leise. Ach, guten Morgen, mein lieber Herr Rothe. Ach, liebster Kollege, Sie sehen aber heute ja nicht gut aus. Fehlt Ihnen was? Nein, nein. Guten Morgen, Frau Studienrat. Guten Morgen. Wünsche wohl geruht zu haben. Dankeschön. Übrigens, guten Appetit, Frau Studienrat. Ach, dankeschön. Ach, wer wird denn so würdevoll Frau Studienrat sagen? Sie dürfen mich doch Hoppeditz nennen. Fräulein Hoppeditz, bitte.
Herr Rothe, darf ich Ihnen Butterbrötchen anbieten? Mit echtem Chili-Schwademaren? Nein, nein, danke, das ist nicht nötig. Wissen Sie, ich kann heute gar nichts essen. Mir ist irgendwie nicht gut. Mein Kopf und überhaupt das. Ach, mein liebster Kollege, ach, Sie werden mir doch wohl nicht krank werden. Warum sind Sie dann nicht zu Hause geblieben? Soll ich Sie schnell ein Bettchen bringen, Ihnen ein Teechen kochen und ein bisschen auf Sie aufpassen? Nein, nein, das ist sehr freundlich, aber wissen Sie, das ist nur ein Kater. Ich habe gestern Abend ein wenig zu viel getrunken. Was ist los? Nein, nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Sie und trinken? Ich habe Sie immer für eine anständige und nüchterne Mensch gehalten. Da muss Sie jemand verführt haben, nicht? Mhm. Wer war das? Um Himmels Willen, und schreien Sie doch nicht so. Ich muss das wissen. Jo, was ist denn schon dabei, wenn man mal so unter Männern ein Glas zur Brust nimmt? Übrigens, Herr Schmitz, unser Pedell, war auch mit von der Partie. Ach, zur Brust nehmen. Wie vulgär drücken Sie sich denn aus, mein Lieber? Na ja, wenn der Anton Schmitz dabei war, da werden Sie wohl mehr als ein Glas zur Brust genommen haben. Aber ich verstehe Sie nicht, Herr Rothe, wie Sie sich als gebildeter Mensch mit einem Schuldiener an einen Tisch setzen können. Ja, 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 schließlich sind wir Lehrpersonen und Pädagogen. Aber nun hören Sie doch mal, ich bin doch schließlich kein Kind mehr. Und außerdem, so ungebildet wie Sie tun, ist dieser Herr Schmitz gar nicht. Ach. Wissen Sie, das ist im Grunde ein anständiger Kerl. Und außerdem ist er sehr, sehr intelligent. Was Sie nicht sagen. Ja, aber wissen Sie, mir ist da gestern Abend mit ihm eine Sache passiert. Ja, was denn, lieber Freund, so sprechen Sie doch. Was war das? Ja, ja, also passen Sie mal auf. Mhm. Als ich mit Herrn Schmitz am Rhein spazieren ging, ja, da kam plötzlich ein Mann auf uns zugelaufen, stürzte Herrn Schmitz um den Hals und stammelte, Herr Studienrat, dass ich Sie noch einmal wiedersehe oder so ähnlich. Ach so. Ja, und Herr Schmitz macht ihm verzweifelt Zeichen, er sollte doch gehen, aber der junge Mann sah ihn nur erstaunt an und ging dann kopfschüttelnd weg. Was Sie nicht sagen, Donnerwetter, das stimmt was nicht. Ja, ja, und Herr Schmitz sah ihm sehr traurig nach und war anschließend sehr einsilbig. Ich habe natürlich versucht, etwas aus ihm herauszubekommen. Das man denken. Ja, aber er wechselte jedes Mal das Thema und bestellte einen Schoppen nach dem anderen. Aha. Ja, und dann war ich natürlich nicht mehr in der Lage, ihn zu fragen. Aber sehen Sie mal, eine Verwechslung konnte es nicht gewesen sein, sonst hätte sich Herr Schmitz natürlich anschließend anders benommen. Das sehen Sie doch ein, nicht wahr? Ja, natürlich. Mhm. Ich habe eine Hochstapler. Jawohl, Anton Schmitz ist eine Hochstapler. Nein. Ja, sehen Sie mal, dieser Schuldiener, der reist doch jede Woche einmal nach Köln. Mhm. Ja, der gibt sich da als Schulleiter oder Studienrat oder sowas ähnliches aus. Aber ich werde schon hinter seine Schliche kommen. Ja, ich werde dem sauberen Burschen die Maske des Biedermanns vom Gesicht reißen. Diesem Schuldiener, diesem Pedell. Und Sie, mein lieber Freund, Sie werden mir dabei helfen. Als hoffnungsvoller Studienassessor haben Sie geradezu die Pflicht, unseren Berufsstand vor solchen Machenschaften zu schützen. Ich werde Sie wieder zu einem vernünftigen Menschen machen, ja, der den Alkohol entsagt. Denn der ist des Teufels. Glauben Sie mir das? Ja, aber nun hören Sie doch mal, ich bin doch schließlich erwachsen und weiß selbst, was ich zu tun habe. Nix da, nix da. Solange Ihre Mutter nicht hier wohnt, werde ich mich um Sie kümmern. Auch ich fühle mich rat dazu verpflichtet. Überall lauren Gefahren. Auch ich habe die Erfahrung machen müssen. Glauben Sie es mir. Mhm. Herr Rothe, stellen Sie sich vor, mich wollte doch mal ein Mädchenhändler entführen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das muss aber ein Althändler gewesen sein. Sind Sie ja? Jawohl, da bin ich. Sie Hochstapler. Nur. Aber ich werde schon hinter Ihre Schliche kommen. Sie Mensch sind. Wo hohe Kräfte sind, los walten, da lohnt es sich, die Mut zu halten. Ja. Das ist doch, ich finde keine Worte. Ich schlage vor, eine Suchanzeigung in der Tageszeitung. So. Ich werde mich über Sie beim Direktor und beim Schulrat beschweren. Das heißt Herr Direktor und Herr Schulrat, bitte. Also das ist doch wirklich das Letzte. Das ist ein furchtbares Weib, was? Ja, das meine ich auch. Aber das hätte ich nicht gesagt. Ist ja alles so will. Ich komme raus. Ja. Kinder, ist ja furchtbar, die Frau, die Ärgerin und Piesack, ja, seit Monaten schon. Herr Schmitz hier, Herr Schmitz da, Herr Schmitz, wo ist der Aufnehmer, Herr Schmitz, wo ist der Mülleimer. Ich bin es jetzt leid, aber...
Ist ja egal, gehen Sie mal zu uns zwei. Sag mal, wie ist die unsere nächtliche Lokalbesichtigung gekommen? Ne? Ja, wie bitte, was, Sie duzen mich? Ja, sicher, aber das darf doch wohl nicht wahr sein. Auch du, mein Sohn Brutus, Julius Caesar Shakespeare, hä? Herr Assessor, haben Sie vergessen, dass wir zwei zusammen Brüderschaft getrunken haben? Aber wenn Sie nicht wollen, bitte. Wenn ich Ihnen nicht gut genug bin, größer ist die Ehrfurcht in der Ferne. Tiberius 14, 18 vor Christus am Niederrhein, ja? Dann hör schon mal auf mit deinen Zitaten, mit deinen Aufgeschnappten. Aufgeschnappten, das finde ich wieder sehr gut, ja. Du, also das mit der Brüderschaft habe ich vergessen. Sag mal, ist dir denn noch niemals der Film gerissen, wenn du die ganze Nacht durchgezecht hast? Also, komm, Anto, verzeih mir, so schlimm ist es doch. Ja, komm, du bleibst ja doch unser Halbstarker. Sag mal, die Hoppity scheint aber ein schönes Mutterauge auf dich geschmissen zu haben, was? Also bitte, Anto, ne? Ich erinnere mich nicht daran. Wieso? Aber der werde ich noch mal in die Meinung sagen, dass hier kein Hut mehr passt. Nein, nein, das wirst du nicht. Du lass die Frau schön in Ruhe, ja? Sie kann im Grund einem kann sein doch leid tun. Ist doch alleine, hat nichts, wo sie für sorgen kann. Ist doch klar, dass die jemand zu bemuttern sucht. Aber wenn die jemand bevatern will, dann ist aber Feierabend. Dann werde ich aber zum Hummelkönig Äpfel, du. Mit der mache ich eine Christenverfolgung. Da ist aber alles dran. Und außerdem ist nicht alles Schuldiener, was Schmitz heißt. Und in dem Punkt lasse ich nichts auf mich kommen, ne? Also sag mal, Anton, da gibst du mir doch schon wieder ein Rätsel auf. Ich heb dir den Lappen, komm, putze mal hier schön mit, ja. Ja. Sag mal, Anton, was ist eigentlich los mit dir? Gar nichts. Doch, doch. Gestern spricht dich da ein Mann auf der Straße mit Herr Studienrat an. Hast du nicht vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen. Na. Und heute machst du schon wieder so komische Andeutungen. Also komm, mir kannst du doch sagen, was dahinter steckt. Du weißt, ich mag dich und die Schüler haben dich ins Herz geschlossen. Also komm, mir kannst du dich ruhig anvertrauen. Sag schon. Da will ich es dir sagen, mein Junge, komm her. Wenn du eine Rose siehst, sag ihr, ich lass sie grüßen. Heinrich Heine, das stimmt nämlich nicht, denn du bist eine Kaktus. Ja. Na, nun, was geht denn hier vor? Moin, Herr Direktor. Guten Morgen, eine Verschwörung. Jawohl, wir haben gerade verschwört, dass wir den Herrn Schäfer an den ersten FC Barcelona verscherbeln, Peter Müller ans dritte Programm verkaufen und Max Schmeli mit der Hoppeditz verheiraten. Herr Schmitz! Was ist denn überhaupt in Sie gefahren? Das hat sich noch nicht herausgestellt. Herr Direktor, da hören Sie doch selbst, welch unverschämter Ton dieser Schuldiner an der Tag legt. Wieso? Mich mit Max Mehling zu verheiraten. Das wäre aber nicht das Schlechteste für Sie. Also ruhig, jetzt rede ich. Jawohl, Herr Direktor. Ihr Benehmen, Herr Schmitz, ist einigermaßen außergewöhnlich. Jawohl, Herr Direktor. Sie vergessen, dass Sie in Lehrperson dieser Anstalt mit gebührendem Respekt entgegenzutreten haben. Jawohl, Herr Direktor. Ich bin geradezu empört, dass Sie einer schwachen Frau... Vielen Dank, wie es Fräulein Hoppeditz nun einmal ist, in einer derartigen Art und Weise nahe treten. Schämen Sie sich. Jawohl, Herr Direktor. Herr Schmitz! Herr Schmitz! Bitte? Was machen Sie denn da? Ich soll mich doch schämen. Ja. Na ja, die Sache ist auch nicht so schlimm. Geben Sie Frau Hoppeditz die Hand und entschuldigen Sie ich sich. Ich hab doch nichts getan. Aber los! Ja. Was sollen denn die Jungs denken? Also nur die Jungs zu dir, sonst überhaupt nicht. Entschuldige wen, was verletzt. Hey! Mann, das nennen Sie ein schwaches Weib, Herr Direktor. Sie. Nehmen Sie sich doch zusammen, benehmen Sie sich wie ein Mann. Ja, die hat einen Druck wie Müllers Arzt. Also, Schluss jetzt. Fräulein Hoppeditz und Herr Rutte, darf ich Sie bitten, jetzt auf den Schulhof zu gehen, die Pausenaufsicht zu übernehmen. Moment, noch eins. Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir eine neue Lehrperson bekommen. Es handelt sich um eine Dame, die bei uns den Geografie- und Musikunterricht übernimmt. Schon wieder ein schwaches Weib. Oh, wenn ich doch nicht geschnitzig glaube. Verzeihung, Herr Direktor. Diese Dame, und ich bitte Sie, mich nicht noch einmal zu unterbrechen. Jawohl, Herr Direktor. Diese Dame ist, wie gesagt, eine junge, hoffnungsvolle Assessorin, die sich an unserer Anstalt die ersten Sporen verdienen will. Sie heißt auch Schmitz. Oh, Schmitz, dann ist sie in Ordnung. Ah, ja, ja. Erika Schmitz. Was ist los, ein junges Ding an unserer Schule? Och, da muss ich ja noch ein bisschen mehr auf der Herr Rote Acht geben. Und Schmitz heißt... Jawohl, sie heißt Schmitz. Was? Schmitz, so was Gewöhnliches. Anton, sei ruhig, lass sie leben, tu ihr nichts, tu ihr nichts. Hey, was fällt dir denn ein? Es ging ein Mann im Siereland für den Kamel am Hals vorbei. Was fällt Ihnen denn ein, den Namen Schmitz zu verunglimpfen? Ne? Ein uralter kölscher Name Schmitz. Der letzte Einwohner der Burg Schniedeggen war ein Jeduku Schmitz. Agrippina Agrippinensis, die Stammmutter unserer Stadt Colonia, hat mit Mädchennamen auch Schmitz gehießen. Können Sie sehen, denn behaupten? Nein, Herr Schmitz. Ja, so, bitte. Also kommen wir zur Sache. Frau Narcisso Schmitz kann bald hier sein und ich bitte Sie, sich ihre anzunehmen. Herr Direktor. Fräulein Hoppeditz, treiben Sie mit den Jungs Gymnastik auf dem Hofe. Himmel.
Gymnastik so in der Pause ohne Gerät? Es wird Ihnen schon was einfallen. Sie können Ihnen ja das Wackeln mit den Ohren beibringen. Also, wenn Sie... Sehr gut. Herr Rothe, von Ihnen hätte ich nie geglaubt, dass Sie sich diesem albernen Gelächter anschließen. Oh, ich hab's doch nicht so gemeint. Frau Studienrat, hören Sie doch mal. Da geht er hin und singt nicht mehr. Der junge Mann kann eben keine Tränen sehen. Er wird sich aber noch dran gewöhnen. Naja, ist ja auch real. Ne? Anton, was ist denn auf einmal mit dir los? Ja, nix. Willst du mal nach all den Jahren jetzt Schwierigkeiten machen? Mensch, hast du ja keine Ahnung, wie die Frau mich spießt. Für mir läuft auch mal der Eimer über. Er spitzt da, er spitzt hier, er spitzt vorne, er spitzt hinten. Bei mir ist Schluss. Ich will nicht mich, du nicht mich, kann nicht mich. Ich mach nicht mich, damit Schluss. Wer mag nicht mich, wer will nicht mich, wer kann nicht mich? So ein großer, stattlicher Mann kann nicht mich. Hm? So eine Kinderschikaneure kann nicht mich. Ja, dann hören Sie mal bitte. Was sollen denn die armen Jüngelchen sagen? Sie sollen sich was schämen. Ja, dann passen Sie mal. Gerade habe ich meine Fritze meine Butterbrötchen in der Pause gebracht. Der arme Junge, der hatte das wieder vergessen. Hm. Von lauter Hausaufgaben. Ich doch so gern Flöns. Blutwurst, wenn Sie verstehen. Ich? Ja, ein Viertel für 9 Groschen. Ja, ja. Kuchen ist aber alles, ist so teuer geworden. Hm. Wenn das so weitergeht, kommt man ganz allein an das Maß halten, ja? Ja, ja. Ein Glück, dass das noch Flönzchen, ja. Der kam ja des Klütchenhändlers, ich meine des Kohlenhändlers. Ja, 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 meine ja. Mann, Jott, haben selig immer gesagt, wo war ich nur stehen geblieben? Beim Kohlenhändler, ja. Ach ja, Jott, haben selig, nicht? Wieso? Nein, ich meine aber, ihr seid Fritzemännchen, ne? Also, ich heb dem Jungen ein Butterbrötchen, da erzählt er mir doch, dass er heute Arrest hat und einen Aufsatz schreiben muss über den Umgang mit Lehrpersonen. Ist das wahr? Ja, als ob das ein Umgang wäre für eine 12-jährige Junge. Und warum soll er mir Aufsatz schreiben? Nur weil er gesagt hat, Horsch, was kommt von draußen rein? Oder so was Ähnliches. Ja, da kann meine Jugend doch nichts dafür. Aber bitte, liebe den Gefangenen. Ach, was heißt hier gnädig? Ich kann so ja fies ungnädig werden, ja? Auch wenn sie Studienrat sind. Meine Mann, Jott, haben selig, der war ja nur Klittenhändler. Ja, ja. Der hat aber 3-mal so viel verdient wie Sie. Ich hab ja die Nase voll von euch Männer. Ein gewaschenes Kind scheidet Wasser. Bitte, ach, bitte, bitte, liebe. Im Übrigen haben Sie den Mund zu halten, wenn ich mit dem Herrn Direktor spreche. Ich kenn euch Männer, die mal bei der Direktorin und Rad fahren. Nur damit ihr Söhnen eins mehr kriegen. Es gibt ja auch Mütter, die beim Lehrer Rad fahren, nicht? Die geben ihre Jungs immer Blümchen mit für den Lehrer oder für das Fräulein. Huch, wenn ihr sowas hören, so gedöns. Also jetzt wieder zu Ihnen. Na, passen Sie auf. Dass Sie ein für alle Mal Bescheid wissen. Also, meine Fritzemann, der macht die Strafarbeit nicht. Und morgen kommt meine Junge nicht in die Schule, weil er krank ist. Was er fehlt, das weiß ich noch nicht. Aber es wird mir schon noch was einfallen. Und die Entschuldigung, die bringe dann übermorgen mit. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Himmel, Donald, halten Sie, wenn ich Sie schließe. Ich bin ja auch noch da, ne? Das ist ja eine Gülsche. Ja, nur reden Sie nicht so darum. Ja, das gibt es noch. Also, Nummer eins bin ich keine Lehrer. Zweitens habe ich dem Jungen die Strafarbeit nicht aufgegeben. Drittens bin ich hier Schuldiener. Ich bin der Pedell, nicht wahr? Ach, sehr angenehm. Ja, bitte, bitte. Ach, dann sind Sie ja der Mann, für den meine Fritze meine so schwärmt. Ja. Ach, dann sind Sie ja der Mann, der immer klingelt, der sich in den Bauch kommt. Ja, langsam, langsam. Ach, dann sind Sie ja was Höheres. Ja, ja. Entschuldigen Sie, liebe Frau. Ach, dann sind Sie ja was Besseres. Ist sie weg? Die Frau lässt sie entschuldigen, sie ist zu Fuß nach Ehrenfeld gekommen. Weil. Sag mal, hast du dem Fritze mal die Strafarbeit aufgegeben? Ich bestimmt nicht. Dann war es wieder dieses Suppenhuhn, diese Hoppe, die Zunge. Dieses Weib macht mir aber auch eine Arbeit, Gäste, Arnold. Wieso dann dir? Naja, die Jungs hören auf der Fußballplatz oder in den Wald räubern, Schandit spielen, aber nicht hinter dem Ofen sitzen und Aufgaben machen und dann noch Strafarbeiten. Also, sag mal, Anton. Warte. Da hilfst du der Bengels vielleicht noch. Ja, was meinst du, was du denn arbeitest, den Jungs ihre Schrift nachzumachen, du? Anton! Wieso? Das kannst du doch nicht machen. Ich kann und will, aber ich tue. Komm mal was dran, ne? Na ja, sag mir mal, was ist denn da gestern passiert, wie du mit dem Rot am Rhein spazieren hier? Ach, das weißt du auch schon wieder. Na ja, der Rot hat der Hoppeditz erzählt und die hat es mir gesagt. Das ist eine Quatscherei in dem Laden. Ach, ist doch egal.
Ach, sag doch nicht, jemand ist im Oreal. Das macht mich nervös. Was ich soll denn mehr sagen, das ist die Oreal? Nee. Ja, das ist das Oreal. Also, naja, also es ist Folgendes gewesen. Ich bin mit Rote am Rhein spazieren gewesen. Da liegt der Dampfer an, kommen einige Leute raus, unter anderem ein junger Herr, der mich sehen, auf mich zustürzen und rufen, Herr Studienrat, dass ich Sie noch einmal wiedersehe. Mhm. Also ich war perplex. Du weißt doch, wie lange das her ist. Es ist jetzt Jahre her. Was sag ich? Jahre? Jahren ist es her. Naja, und der kennt mich wieder. Da kann man doch nur sagen, Sonne Ferien. Was hast du gesagt? Sonne Ferien. Sprech doch kein Französisch. Was heißt das? Ist ja real. Also jetzt ist aber Schluss. Wer war das denn, der junge Mann? Also ein Schüler von mir, den ich wiedergekannt habe. Aber ich verstehe das ja nicht. Du weißt doch, wie ich damals ausgesehen habe. Schlank für die Wissenverkehrung, schwarzgelocktes Haar wie ein Torero, keine Schnäuzer. Ich sah aus, naja, so wie Mende. Ja, ich war schön wie Mende, wenn man so sagen. Jetzt hör auf mit dem Vergleichen. Ah, als wenn das schon was wäre. Na jedenfalls, der junge Mann hat mich gekannt und ich musste ihn wegen dem Rote so abkanzeln. Das hat mir direkt so leid getan. Ich hätte ihn so gerne begrüßt, aber der Rote guckte schon groß und war schon aufmerksam geworden. Und da habe ich gedacht, das musste ich jetzt wegkriegen. Und da habe ich in die Wirtschaft geschleift und einen Schoppen nach dem anderen eingetrichtert, damit das vergessen soll. Aber er hat den Vorfall leider nicht vergessen. Oh wei, Anton. Wenn die Hoppe die ganzen Zusammenhänge erfährt, du... Oh, da kommen noch fies an den Schwitz. Das kann ich mal sagen. Oh, ja. Mit der sind wir noch lange nicht Landschmitzbank. Ja, ja. Die gibt doch keinen Ruhe, bis alles raus hat. Ja, ja. Sei denn, Anton. Was sei? Sei denn, dass du so ein bisschen hoffierst. Nee, kommt ja nicht auf. Anton. Nee, Junge, die habe ich kaum hoffiert, da bin ich mit der verheiratet. Und dann kann ich mich von der bemuttern lassen. Also dann soll schon lieber alles rauskommen. Na, dann weiß ich wirklich. Aber ich hätte da eine andere Idee. Sieh mal, die Hoppeditz mag doch den Rote so gerne. Die will den doch immer so umsorgen. Da hätte ich den Vorschlag, er soll nett zu ihr sein, soll dich von ihr versorgen lassen, sehr hübsch. Und ich bin auch anständig zu ihr, mache keine Bemerkungen mehr. Und dann hat sie doch ihre Ruhe, dann vergisst sie doch meinen Vorfall. Anton, das ist es Na, doch. Bitte. Also ich spreche mit dem Rote. Gut. Wenn ich das mache, zieht er besser. Na, wunderbar. Ne? Ja, Anton, dann musst du mal aber der Lateinhefte für die Untersekunda nachsehen. Entschuldige, wann soll ich das denn machen? Anton, ich will doch noch angeln. Oh ja, geh ich mal mit, ja. So eine Kiste. Mann, komm. Juristen sowieso waren sie nie, ja? Ja, aber auch. Kiste zwei. Ist gut, aber vergesst nicht wieder den Preisschilder abzumachen. Anton, hör mal, und dann brauchst du nur noch die Geschichtsstunde für morgen ausarbeiten. Was für ein Thema? Cäsars Tod, 44 vor Christus. Okay, machen wir. Prima. Anton, sorgst dafür, dass die Jungs ihre Kakao kriegen. Klar, natürlich. Ja. Herr Rote, darf ich Sie mal zu mir bitten? Nee, von Hoppeditz, bleiben Sie da. Treiben Sie Gymnastik. Das hält schlank und gesund. Ach, bist doch still. Ich soll mal Sport machen, die letzte Dick, das war ja. Herr Direktor? Herr Rote, ich muss Sie da in eine Sache einweihen. Gehen wir doch nebenan. Bitte sehr, Navi. Danke sehr. Herr Rote, Sie geben mir Ihre Hand, dass Sie schweigen werden. Natürlich, Ihr Wort, Herr Direktor. Danke. Setzen. Entschuldigung, nehmen Sie Platz. Es handelt sich um unseren Pedell Anton Schmitz. Es gibt da einen dunklen Punkt in seinem Leben. Wie, ist ein uneheliches Kind? Hatte vielleicht keinen Vater, Herr Direktor? Bewahre, vielleicht mehr als Sie. Nein, es hängt mit dem gestrigen Vorfall zusammen. Die Sache mit dem jungen Mann. Na, ich will mich kurz fassen. Dieser junge Mann ist ein ehemaliger Schüler von Oberstudienrat Anton Schmitz. Wie, Anton war Lehrer? Er war sogar mehr. Er war Direktor. Während des Krieges hatte er geheiratet. Wie, er ist auch noch verheiratet? Nein, er war verheiratet. Er hatte so ja eine kleine Tochter. Ich war der Patenonkel. Ja, und dann passierte das Unglück. Eines Tages trat ein neuer Lehrer, ein gewisser Dr. Vogel, seinen Dienst an. Der schnauzte Jungs nur an, er verdroß sie, dass sie nicht mal sitzen konnten. Und die Leistungen der Klasse waren katastrophal. Aber den Methoden, Herr Direktor. Ja, mit der Zeit stieg in Anton der Verdacht auf, dass etwas mit diesem Dr. Vogel nicht stimmt. Und tatsächlich, nach längerem Nachforschen, stellte es sich heraus, dass dieser Dr. Vogel gar kein Doktor war. Vogel muss irgendwie Lunte gerochen haben und verschwand. Und mit ihm die Schulkasse mit 1200 Mark. Vogel wurde geschnappt und wegen Urkundenfälschung verurteilt. Den Diebstahl leugnete er und lenkte den Verdacht auf Anton. Anton kam vor Gericht und wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wissen Sie, was das heißt, aus Mangel an Beweisen?
Da zeigen die Leute mit Fingern auf sie und sagen, der sitzt nur aus Mangel an Beweisen nicht im Kittchen. Auch die Kollegen kamen, die vorher gar nicht so ehrgeizig waren und bemühten sich um die Stelle von Anton. Einen Verdächtigen könnte man doch nicht als Leiter einer höheren Lehranstalt dulden. Selbst seine Frau ließ ihn im Stich. Sie war den ganzen Aufregungen nicht gewachsen. Eines Tages war sie verschwunden mit dem Kind. Ja, und das gab Anton den Rest. Er quittierte seinen Dienst. Einige Jahre später trafen wir uns wieder. Ich hatte inzwischen die Leitung dieser Schule übernommen. Anton war verzweifelt. Seine Jungs fehlten ihm. Er war einsam und allein. Ach, jetzt verstehe ich, Herr Direktor. Und so kam Anton hier zu Ihnen und wurde hier bedellt. Ja. Sehen Sie, seitdem blüht er wieder auf. Er hat seine Jungs wieder. Ach, wissen Sie, er tut alles für Sie. Ja, und dann kann plötzlich alles wieder aus sein, nur durch eine kleine Unvorsichtigkeit. Er rennt in das Geschäft, blüht die Jungs auf wie noch. Ja. Doch, Anton, armer Kerl, ja? Ich weiß jetzt alles. Was musst du durchgemacht haben, Anton? Na, komm her, es halbe so wild. Wenn ich sein Brot mit Tränen aß, hätte doch viel schlimmer kommen können. Ist ja real, ja. Herr Direktor, oh, wie lange soll ich denn noch mit der Bande Gymnastik treiben? Solange es der Herr Direktor wünscht, verehrte Kollegin. Kollegin? Ja. Das verbitte ich mir. Na, wir wollen uns nicht streiten. Noch ein paar Minuten, verehrte Kollegin. Ja, schön, aber dann nur noch ein paar Minuten. Herr Rothe, Sie können uns helfen. Du kannst uns helfen, pass mal auf. Die Hoppeditz, die mag dich so gerne und will dich da immer umsorgen. Dann haben wir den Vorschlag, bitte geh drauf ein, lass dich von ihr umsorgen und sei ein bisschen nett zu ihr. Und dann hat sie unseren Vorfall vergessen, alles ist in bester Ordnung, ja? Also Anton, bei aller Freundschaft, das kannst du von mir nicht verlangen. Mein Gott, was hast du denn schon zu verlieren? Nichts. Dann denken Sie an der herrliche Chili-Schwarte, mein Gott, nochmal, lass dich doch füttern. Sage, dass sie nett ist, erzähle ihr Märchen von der Madame Nu oder von der Einigkeit der EWG. Also gut, Anton, meinetwegen, ich mach's. Frei. Aber eins musst du mir versprechen. Und? Mich von ihr zu befreien, sobald sie mir lässt. Hand drauf, Hand durch! Hand drauf, ich schwör dir! Das ist... Ja, was ist das denn hier von Verbrüderung? Nein, keine Verbrüderung, wir üben gerade den Rückgeschwur. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern. In keiner Not uns trennen und Gefahr. Nie und immer! Nie und immer! Nie und immer! Lassen Sie das doch! Mich können Sie doch nicht hinter Licht führen. Sehen Sie, Herr Reichter, man kann von Hoppe nicht verkohlen, deshalb will ich auch die Wahrheit sagen. Wir haben Herrn Rothe gerade gratuliert. Er hat uns gestanden, wie gerne er sie mag und wie glücklich er ist, von Ihnen umsorgt zu werden. Ist das wahr, Herr Rothe? Ist es wahr, Herr Rothe? Ja. Nein. Was? Oh! Ja! Aber doch lieber nicht ja. Also kurzum... Meinetwegen. Jawohl. Ist es wirklich wahr, Herr? Von den Hoppeditz, da können Sie Gift aufnehmen. Wollen Sie was haben? Ja, Herr Direktor. Der junge Mann hat die Gefahr erkannt, die für ihn gibt. Auch er hat sich meiner Führung anvertraut. Tja, und dabei hatte ich ganz andere Absichten mit ihm. Wie wollen Sie etwa sagen, dass ich ein Mädchen in den besten Jahren... Nee. Ich will damit ja nichts gesagt haben. Ich überlasse Sie mit Schmerzen der strahlenden Jugend. Ja. Nein, wenn man bedenkt, dass selbst unser Pedell, der Anton... Herr Direktor, Sie möchten mal reinkommen, der Briefträger ist da. Etwas für mich? Nein, der ist zu alt für Sie, bitte. So, mein Lieber, fortan wollen wir treu und fest zusammenstehen. Kommen Sie, jetzt sehen wir zu unseren Schülern. Kommen Sie. Ja, sag mal, bist du denn von Gott verlassen, mich an diese Hoppeditz, an diese Walküre zu verscherbeln? Ich bin doch nicht Siegfried der Drachentöter. Anton, pass mal auf. Glaubt, dass auch du so verehrst, dann kann uns doch gar nichts mehr passieren. Ja, aber wenn die hinter alles kommt oder wenn das Schulamt das hier wahr wird. Schulamt, halbe so wild. Wenn das der Spiegel erfährt, du. Mann, ist doch alles Quatsch. Die hat doch ihren Wunsch mit dem Rote jetzt erfüllt. Die hat doch für uns kein Interesse. Ja, was meinst du? So viel Heu gibt es ja nicht, um dir das schlechte Maul zu stoppen. Mensch, und wenn die erst dahinter kommt, das musst du auf das Ärmchen nehmen, du, dann gnade uns der Wolf mit den 7 jungen Geißlein. Darf man gerade von den jungen Geißlein sprechen? Was haben wir denn? Hast du mal die Hefte nachgesehen? Mein lieber Freund, wann soll ich das gemacht haben? Hä? Erst soll ich den Pflegesohn mit der Stiefmutter zusammenbringen, dann soll ich deinen Enthüllungen lauschen, die schlapprigen Hefte nachsehen, du. Ich bin aber kein siamesischer Drilling, ja?
Außerdem habe ich es satt, ewig den Souffleur zu spielen. Louis ist auf die Yacht, und jetzt angeln und ich sitze im Kabäuschen und soll der Hefte nachsehen. Egal. Und wenn ich dich des Sonntags zum Dank dafür zum Essen einlade, frisst man die größten Stücke vom Hasenbraten weg. Oh, Hasenbraten. Ja, Hasenbraten. So viel Schrottkugeln lieber dem Jans Köln nicht, wie du in einen Hasen reinschießt. Och, mir ist es überhaupt ein Rätsel, wie deine Haushälterin an diesem Bleiauflauf noch Fleischgeschmack kriegt. Jetzt hör aber auf, soll ich vielleicht dir zuliebe eine Hase ausfindig machen, der sich aus Liebesgummi den Puls ab und durchschneidet? Habe ich eine bessere Idee. Nimm die Hoppetitz mit in den Revier voll der Hasen alleine um, du. Da komm, hier mal eine Hefte holen. Ja, weil. Na, Mann, was ist da mit dir los? Warum weinst du denn? Nun sag mal, warum weinst du denn? Herr Direktor, das machen Sie nicht diplomatisch. Das müssen Sie mit Liebe kriegen. Liebe jungen Männer, mir jetzt ist das, was los ist, kriegst du ein paar Nacken, Freunde. Peter, wer hat er was getan? Nee. Ist das passiert? Nee. Also, was ist los? Der Fräulein Hoppeditz wollte uns die Standwaage auf einem Bein vormachen. Ja, und? Und dabei ist in der Dreck geflogen. Oh, der Junge hat so ein weiches Herz. Komm mal her. Das muss aber schnell der Eichen abputzen. So, Mäschen. So. Er weint, weil seine Lehrerin in der Dreck gefallen ist. Ne? Nee. Ist darum weine ich doch ja nicht. Warum dann? Ich weine doch nur, weil die anderen alle gesehen haben. Und ich nicht. Darüber sprechen wir zwei noch. Kommen wir mit in das Lehrerzimmer. Schieb doch backen Hefte für den Herr Schmitz. Herr Schmitz, Sie wissen noch Bescheid, nicht? Jawohl, Herr Rektor. Bleiauflauf nach Hausfrauenart. Hör doch auf. Guten Morgen, Herr Oberstudiendirektor. Sie staunen wohl, dass ich schon da bin. Ich bin die neue Lehrerin. Ja, ja. Erika Schmidt. Ja, ja, ja. Oh, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich wollte mich zum Dienst melden. Ich soll doch Geografie und Musik geben, nicht wahr? Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren, Herr Direktor? Bitte keinen Titel, Schmitz, ja. Na schön, dann eben keinen Titel. Aber Fräulein Schmitz können Sie schon zu mir sagen. Ich sage doch, Schmitz. Ich muss doch sehr bitten. Ich bestehe darauf, dass Sie mich mit Fräulein Schmitz anreden. Ist es denn hier üblich, Lehrpersonen wie Dienstboten zu behandeln? Ich wollte sagen, Schmitz, herzlich willkommen. Sonderbares Willkommen, wenn Sie nicht immer Fräulein Schmitz sagen. Aber mein liebes Fräulein, Sie verstehen mich immer noch nicht. Ich versuche Ihnen anderen klarzumachen, aber ich kann ja nicht so reden. Ich heiße Schmitz, Sie heißen Schmitz. Hier schmitzt sich was. Dann entschuldigen Sie vielmals, Herr Oberstudiendirektor. Bitte nick. Ich wollte sagen, Herr Schmitz. Aber gerne, Frau Schmitz. Reizen, Frau Schmitz. Entzücken Sie, Frau Schmitz. Hier sind die Hälfte der Untersekunde. Für harte Männer. Komm mal her, hier eure neue Lehrerin. Fräulein Erika Schmitz wird bei euch Geografie und Musikunterricht geben. Doch, Frau Schmitz. Guten Tag. Ich heiße Fritz Becker und mein Klassensprecher der Quachter. Fritz Becker, immer dabei. Jungfräulein, Sie sehen aber prima aus. Dann schau ab, Bro. Dein Startschuss. Was? Das strahlendste Weib meines Lebens. Bitte entschuldigen Sie, ich bin ganz... Ist aber ein reizender Junge. Er ist ein reizender Kerl, ja. Und so aufgeweckt, ganz der Papa, ne? Ich sehe, Sie geben Latein in der Untersekunda. Ja. Hatten Sie schon den Vergil? Vergil, ja, das quid agis prodenta agas et res specifine. Aber das ist doch von Horaz. Ja. Alia jacta est. Cäsar. Veni, vidi, vici, kam, sah und siegte. Aber Herr Oberstudiendirektor... Bitte nicht Oberstudiendirektor, Schuldiener Pedell, ja? Haben Sie mich gerufen, Herr Schmitz? So, ja, hier ist der Freund Erika Schmitz, unsere neue Lehrerin. Heinrich Schnickenball. Ah. Guten Tag, mein lieber Heinrich. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen. Doch, das hoffe ich auch, verehrtes Fräulein. Liebe Erika. Jungs, Sie gehen aber scharfe ran. Was heißt denn hier scharfe rangehen? Sie scheinen aber ein bisschen vorlaut zu sein, mein lieber Heinrich. Führen Sie mich bitte ins Lehrerzimmer. Ja, ich komme früher. Ja, wenn ich mich bedanke. Sonderbare Schule.
Mensch, Anton, ist das ein lecker Mädchen. Schade, ist ein bisschen lütütü, der Buch. Schade, dass die immer so leckere Mädchen auf gescheit machen müssen. Bei denen hat man immer das Gefühl, die lassen das Kaffeewasser anbrennen, während sie dem Kanarienvogel Hölderlin vorlesen. Salz, was ist da mit dir? Nix. Bin irgendwie beeindruckt, das Mädchen. Die kenne ich irgendwo, ich weiß nicht. Jetzt hör aber auf. Im Kinderjachten war da bestimmt nicht zusammen. Ich weiß nicht, wenn ich nur wüsste, Quatsch, warum die Heinrich zu mir sagt. Anton, ja, ob ich der gefalle? Meinst du vielleicht die Altertumsforscherin? Vollkommen klar, die hat uns verwechselt. Die hält mich für den Direktor und ich für den Pedell. Du hast es auch Heinrich gesagt. Oh, das muss ich auch. Komm, bleib mal hier. Der hat eben gerade gesagt, sie gibt Geografie und Musikunterricht. Stimmt das? Anton, jetzt müsstest du mal selber noch mal die Schulbank drücken. Ja, oh, noch mal der Eifel oder der Hunsrück aus. Oh, Anton! Ja, das ist doch die Höhe. Mein Gott, das Alpenmassiv. Oh. Verbrüderung zwischen Direktor und Pedell, was? Nein, Wollop, der Direktor hat mir gerade gezeigt, wie ich Sie demnächst begrüßen muss. Ich glaube Ihnen doch kein Wort. Herr Direktor, bitte lassen Sie die Pause abläuten. Bitte ich bin schön. Am Ende meiner Kräfte. Ich werde dafür sorgen, dass die Jungen sich aufstellen. Bitte schön. Da will ich mal schellen gehen, ja? Mensch. Was du für ein Deutsch sprichst, genau. Da will ich mal schellen gehen. Das heißt, ich werde gehen, um die Pause abzuläuten. Futurum eins. Gut. Aber jetzt hieß es nicht schellen. Verdammt. Jetzt hieß es so Fräulein Schmitz. Ich bestehe darauf, dass der Irrtum aufgeklärt wird. Alles gut. Jawohl, Herr Lehrer. Von Schmitz, darf ich Sie mal bitten? Ja, bitte, Herr Direktor, was geht? Mein liebes Fräulein Schmitz, liebe Namensvetterin, Sie sind einem großen Irrtum zum Opfer gefallen. So? Ich bin nicht der Pedell und das ist der Direktor der Anstalt. Aber das ist doch ja nicht möglich. Warum nicht? Die Lateinhilfe. Na, bitte. Sie haben doch eben selbst gesagt. Ich habe gesagt, bitte kein Titel Schmitz. Ich konnte nicht so reden, ich hatte den Mund zu voll. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Ja, dann ist ja wohl alles klar. Zu entschuldigen brauche ich mich doch wohl nicht, oder? Natürlich nicht, hättest Fräulein Schmitz. War doch eben so goldig, wie Sie Heinrich zu mir gesagt haben. Hier ist übrigens meine Personalakte. Wenn Sie bitte mal einen Blick reinwerfen wollen. Aber gern. Erika Schmitz, geboren am 1.3.40, Vater A. Schmitz, Mutter Anna Pützchen, Abitur, Philologie, naja. Also Herr Schmitz, heften Sie das bitte an, jawohl, wenn ich bitten darf. Entschuldigung, ich habe es mir doch. Mutter Anna Pützchen, das ist ja Ming Anna und das ist meine Tochter. Jetzt habe ich denn meine Augen gehabt, die habe ich 20 Jahre nicht gesehen, aber habe das doch gefühlt, aber... Und ich bin hier Schuldiener und die ist Lehrerin. Das darf die nie erfahren, dass ich Schuldiener bin. Nie erfahren. Wohin denn da, hä? Das hat ja noch gar nicht geschellt. Wo ist er denn? Ich meine, was? Wer meint? Was sagt euer Lehrer immer? Wer meint? Der Lehrer sagt Dummköpfe meinen. Ja, und was meinst du? Ich auch. Ich meine es auch? Ja. Da sind wir uns einig. Also was ist los? Ach, Herr Schmitz, es ist doch nur, weil ich den Aufsatz für die Deutschstunde vergessen habe. Und da wollte ich den schnell vor der ersten Stunde schreiben. Ich kriege sonst von der Hoppe diesen Strafarbeit auf und dann kriege ich von der Mama Klöpp. So. Ich habe sowieso die letzte Lateinarbeit 6 geschrieben. Und wenn ich jetzt mit einer Strafarbeit nach Hause komme... Na komm ich schon, Jod. Erstens mal heißt das aber Fräulein Hoppeditz und nicht die Hoppeditz, ja? Oder Frau Studienrat Hoppeditz. Jawohl. Verstanden? Jawohl. Also, wann habt ihr denn die Hoppeditz? Die Fräulein Hoppeditz, ja? In der zweiten Stunde. In der ersten haben wir Geografie bei Fräulein Schmitz. So, die hat doch alles sehr gerne, was? Dann ist ein steiler Zahn. Ja? Seitdem die hier ist, ist alles viel schöner. Was heißt das denn? Und es riecht auch viel besser. Wieso denn? Ihr Männer seht viel schöner aus, steckt euch Blumen in die Knopflöcher und besprengt euch mit Parfüm.
So richtig, der Duft der großen weiten Welt. Ja, sag mal, da bildest du dich etwa ein, dass man mich von den Schmitz eine andere anzuanziehe, hä? Du, nun red mir ja keine Blödsinn. Ach, Herr Schmitz, was von heißt? Mir brauchen Sie sich doch nicht zu genieren. Was soll das? Der Herr Direktor Niggenböll und der Herr Rothi, die machen uns doch genauso. Ja, hat man dafür, du, nun scher dich aber raus, ja? Was ist mit meinem Aufsatz? Na komm, ich mach an dir, ja. Hat er für ein Thema? Überschrift steht schon drin. Meine Ferienreise. Und auch vielen Dank, Herr Schmitz. Ach, wenn wir sie nicht hätten. Noch nie war er so wertvoll wie heute. Komm, komm, lass deine blöden Reklamesprüche. Sag mal lieber mal, wo wartet er denn in den Ferien? Och, ne? Bloß in Rodenkirchen bei den Tanten. Aha. Aber schreiben Sie das nicht. Schreiben Sie sich Berichtchen für ihn gewesen. Sonst gucken einen die anderen immer so komisch an. Ja? Und in Aufsätzen wird sowieso meistens verloren. Ah, da wird es also später mal zur Zeitung gehen, ja? Na gut, bin einverstanden. Ah, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schmitz. Du bist schon da. Gut geschlafen, Frau Schmitz? Ach ja, danke. Auch gut gefrühstückt, meine, so lecker ja. Mit Schinken und Eichen. Auch. Man soll immer frühstücken wie ein König. Ja, klar. Auch warm angezogen. Verzerrung. Entschuldigen Sie bitte, ich meinte nur, weil es draußen etwas kühl ist und man kann sich so leicht erkälten. Und die Hirchen, kommen Sie mir, ich gebe Ihnen 5 Mark für Wasser, bitte. Ja? Oh, Herr Schmitz, ich muss doch sehr bitten. Lassen Sie dann immer meine Sorge sein. Ja, natürlich. Ich kann schon auf mich selber aufpassen. Nee, das kannst du nicht, da bist du zu jung zu. Bitte wie? Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung, das ist mir so herausgeflutscht. Ja, ne. Macht nichts, Herr Schmitz. Ist schon gut. Nee, ist ja nicht gut, das ist es ja eben. Oh Gott, im Grunde ist... Ist ja auch egal, nicht? Nee, das ist nicht egal. Ach, Fritz, hör mal, ich wollte dich schon immer mal was fragen. Pass mal auf. An jedem Morgen stehen auf meinem Pult Blumen. Ich bin jetzt 14 Tage hier und jeden Tag finde ich einen neuen Strauß. Sag mal, wer von euch stellt die eigentlich dahin? Du vielleicht? Ich? Fräulein Schmitz. Wir müssen hier auch alle Jahre haben, aber Radfahrer sind wir nicht. Nee. Blumen, bring ihn doch bloß die Sextaner mit, um sich bei den Lehrern lieb Kind zu machen. Ja, möchte er mich denn leiden? Und wie, die ganze Klasse? Darauf spielen wir ihnen noch keine Streiche. Wir wollen sie alle mal heiraten, wenn wir groß sind. So. Wir knobeln auch schon immer um sie, mit Streichhörnern und so. Verstehen Sie? Aber ich beduck die anderen immer. Ich habe bisher jedes Mal gewonnen. Ich heirate sie. Ich meine, zum Heiraten gehören aber zwei, ne? Och, das macht nichts. Da kann ich einen Freund mitbringen. Fritz, hör mal, wenn du mich gern hast, dann wirst du mir doch sicher einen Gefallen tun. Versuch doch mal rauszukriegen, wer mir immer die Blumen auf den Pult stellt. Willst du das für mich tun? Jo, meinetwegen. Aber wenn er ein Freund von mir ist, petzen tue ich nicht. Nee, das brauchst du auch nicht. Aber verlassen Sie sich ganz auf mich. Willst du die Klasse folgsam sehen, stündlich oder täglich? Dann wende dich nur an Fritzemann. Fritzemann macht's möglich. Du bist ein Goldjunge. So, du komm schnell mit auf der Schule, wird schnell gleich zur ersten Stunde. Ist ja egal, setz doch bleiben. Da kommt einer. Ha ha ha!
Nein, gefangener Sonnenschein. Grüße liebender Herzen. Hab ich denn heute Geburtstag? Nee, ich bin der Skorpion. Ach, das ist sicher eine liebe Gruß vom Herr Rothe. Da freue ich mich. Aber oh, er hat morgen einen Brief geschrieben. Einen Brief. Ach nee, wie sinnig. Wie blödsinnig. Mein liebes Kind, ich mache mir ernsthafte Sorgen um dich. Du bist umgeben von Gefahren, denn ich stehe es offen. Du bist hübsch und gut gewachsen. Ach, der Schmeichler. Das macht auf die Männer natürlich Eindruck, auch an dieser Schule. Ich will es ohne Umschweife sagen. Es gibt außer mir wohl keinen Herrn in diesem Hause, der dir nicht ernsthaft den Hof machen möchte. Sie wollen mal alle den Hof machen. Ja, warum tun sie denn nicht? Unbegreiflich. Es würde mich nicht wundern, wenn einer dieser Herren dich so ja heiraten möchte. Heiraten? Och, das kann nur der Nickenböll sein. Ist Quatsch jetzt. Und so möchte ich dich aus ernster Sorge bitten, auf dich Acht zu geben und mir keine Schande zu machen. Gib nicht so früh dein Ja-Wort, wenn dir jemand einen Antrag macht. Und verzeihe mir das vertraute Du, das nur mir allein zusteht. Dein? Was? Anton Schmitz. Also auch er liebt mich. Ach nee. Also das muss ich sofort dem Rote erzählen. Der wird sich wundern. Herr David, nein. Sie, was fällt Ihnen ein? Besser ich esse die Pralinen als von den Schmitz. Denn Sie wollten von den Schmitz mit diesen Pralinen verführen. Bitte wie? Jawohl. Wenn ich sie esse, bleiben Sie in der Familie, bitte. Familie? Schämen Sie sich. Sie und Fräulein Schmitz eine Familie gründen, das könnte Ihnen so passen. Nein, das könnte dir so passen, denn du musst die Pralinen dahin nehmen. Die erste Praline für Fräulein Schmitz? Oh, das ist nicht schlecht. Wenn ich die Absicht gehabt hätte, dann legen Sie jetzt hier und die Fräulein Hoppeditz hätte mitgenommen. Praline für Fräulein Schmitz. Die esse ich jeden Morgen zum Frühstück, sozusagen. Ach, zum Frühstück Pralinen? Jawohl. Gehen wir zum Onkel Doktor. Das ist Zuckerkrankheit, ja. Das verbitte ich mir. Sie stehen da, Sie sagen gar nichts. Sie, was haben Sie überhaupt hier zu suchen? Das ist ja nicht Ihr Revier. Jawohl. Für Sie ist die Hoppeditz zuständig. Richtig, unser pädagogischer Playboy. Schnappt Sie erst die Hoppeditz als Mutter, jetzt will ich mich noch als Vater haben. Sag richtig, als Vater. Du hast wohl Koller, was? Ja. Auch der Junge hat alles gehört. Der Klein. Das war doch ja nicht schlimm, das war doch prima. Was wir uns erzählen, das verstehst du noch ja nicht, mein Junge. Da bist du viel zu klein zu. Denk an den Aufsatz, du. Mach mal keine Blödsinn. Ist doch auch ja. Was sind das für blöde Reden, sag? Das sind ja meine jetzt. Fritze, Mensch, du bist ja auch noch da. Ist schön, wenn die Große mal so Späßchen machen. Komm, der Spaß ist mir mark wert. Ja, Junge. Mit 5 Mark sind Sie dabei. Und sieh doch mal an, der kleine Geschäftsmann. Ja, ich denke, 1 Mark wird reichen. Denk an den Aufsatz. Der Klügere gibt nach. Meine ich auch. So, meine Herren, jetzt sind wir unter uns. Ja, ja. Ich frage Sie auf Ehre und Gewissen, was soll das bedeuten, Herr Schmitz? Kannst ruhig du sagen, da weißt du sowieso, was los ist. Aber jetzt mal zu euch zwei. Wenn einer von den Schmitzern recht hat, dann bin ich jetzt wohl ganz alleine. Und ich werde nie zugeben, dass ein alter Knackerdotz wie du das Mädchen verführt. Und ich werde nie zugeben, dass ein Windhund wie du dem Mädchen den Kopf verdreht. Bitte. Sag, du willst doch damit nicht sagen, dass du die Fräulein Schmitz zu heiraten beabsichtigst. Also keine Rede, ist doch Quatsch. Du bist genauso eine alte Knackerdotz wie ich. Ach, hör doch auf. Sag mal, ist dir denn noch gar nichts aufgefallen? Hast du noch gar nichts gemerkt? Nein. Der Geist der grauen Haare spricht aus dir und das vergessen. Haare sind von Zut, hat sowieso keine. Also komm, Anton, hör mal auf mit dem faulen Zauber jetzt. Fauler Zauber, mein lieber Junge. Wage es ja nicht, um die Hand vor den Schmitz anzuhalten, du, ja? Ich warne dich.
Also darüber zu entscheiden, ist wohl ganz allein Sache von Fräulein Schmitz. Nein. Zudem habe ich allen Grund zur Annahme, dass sie meine Zuneigung erwidert. So. Vom ersten Augenblick unserer Begegnung an weiß ich das. Übrigens, das ist Privatsache und geht sonst niemandem etwas an. Ich liebe Fräulein Schmitz und glaube, ihren Blicken entnehmen zu können, dass auch sie mich liebt. Was redest du für einen Blödsinn? Glaub, den Blicken entnehmen zu können. Das ist doch Unsinn, was du da sagst. Eine Forelle Blau, die auf dem Teller liegt und dich anblickt, will die Honig gefressen werden, ja? Anton, ich verbitte mir meine zukünftige Braut mit einem Fisch zu vergleichen. Ist ein Fisch. Ist ein März geboren, bitte. Bitte, bitte, meine Herren, wir wollen uns doch nicht streiten. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Herr Rothe, bleiben Sie bei Ihrer Hoppeditz. Oh, jetzt hört aber alles auf. Ich habe mich doch auf diesen Hoppeditz-Scheiterhaufen nur zu eurem Nutzen geworfen. Scheiterhaufen, hast du gehört? Der Jungmann von Orlean Schiller, letzter Abtritt. Jawohl. Also bitte, lass mich doch mal einmal ausreden. Ich gebe ja zu, es war eine Dummheit von mir, dass ich Fräulein Hoppeditz von der Begegnung am Rhein erzählt habe. Ja, aber ich büße dafür und lasse mich von ihr füttern. Ich tue das sehr widerwillig, das wisst ihr ganz genau. Aber bitte seid ihr beide so anständig und werft mir das nicht vor. Respektiert meine Zuneigung zu Fräulein Schmitz. Auch wenn ihr sie noch so gern habt. Ich lasse sonst die Bombe platzen, denn mein Hemd ist mir näher als euer Rock. So, das wär's, was ich zu sagen habe. Hört! Ich bin direkt gerührt von diesen herrlichen Reden. Aber wollen wir Folgendes sagen. Wollen wir Fräulein Schmitz die Wahl überlassen? Mag sie dich bitte, bin ich einverstanden. Aber geheiratet wird nie. Doch. Nee. Dey. Nee. Doch. Hau ab, raus, verschwinde. Was? Mein Gott, Frau Mal, passt uns sogar ein bisschen auf, wie Labbes. Labbes. Guten Morgen zusammen. Ist meine Fritze noch nicht da? Oh, ein Blümchen auf dem Lehrerpult. Hier herrscht aber ein prima Betriebsklima. Wo ist meine Jung? Ach, guten Morgen, Herr Rebell. Entschuldigen Sie vielmals. Aber das ist wieder Störer. Aber mein Fritze-Männchen hat doch schon wieder sein Butterbrötchen vergessen. Ja. Mit Flönz drauf. Blutwurst, willst verstehen doch. Der kam ja... Des kleinen Mannes, wie er Mann Gott hab ihn selig immer gesagt hat. Liebe Frau, wollen Sie nicht lieber draußen warten? Wir haben hier eine kleine Besprechung. Ach, nee. Was sind die Zaren? Ein kleine Besprechung. Geben Sie doch nicht so an. Sie wollen doch nur beim Herrn Rebell wieder Radfahren, damit Ihrem Sohn der Kommas vorsagt, was? Liebe Frau Becker, hier sitzt der Direktor dieser Anstalt, der Leiter des Instituts hier, bitte her. Ach, so ist das. Der Herr Oberanstaltsleiter, Mensch. Leben Mann über Rock brennt. Brechen Sie sich nur ja kein Verzierungen ab. Ach so, dann sind Sie also derjenige, der meinem Jungen immer das Strafarbeit aufgibt, dass er keine Zeit mehr hat, beim rot-weißen Tennisball aufzuheben. Und die 6 im Latein, die hat er auch von Ihnen, nicht? Ich habe nämlich zufällig sein Heft im Schulranzen gefunden. Der arme Junge traut sich ja gar nicht mehr, das zu zeigen. Aber nicht dazu denken, dass ich dem Fritzemann die Sachen durchmuse. Da soll J vor sein, aber... Liebe Frau Becker, sind Sie ganz ruhig, wir sind... Wir sind zufrieden mit dem Fritzemann. Zufrieden? Ist das auch wahr? Ach Jott, wenn meine Mann Jott haben selig das doch noch erlebt hätte. Ich wollte ja immer, dass der Jung was Besseres werden soll. Mit dem Latein ist ja auch was Furchtbares. Aber wenn er später bei der Köln-Düsseldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaft geht, dann muss er das ja können, nicht? Das können ihm ja meine Römer begegnen. Aber Herr Oberanstaltsleiter, die paar Klassenfehlerchen hätten Sie ihm doch verbessern können. Warum hat meine Jung denn jetzt schon wieder eine Strafarbeit aufgekriegt, ne? Weil er über eine Studienrätin gelacht hat, wie sie hingefallen so? Ist. Beziehungsweise, weil er nicht lachen konnte, weil er es nicht gesehen hat. Oder so. Ach, nicht gesehen. Ach, der arme Jung. Ich hab ja immer gesagt, der muss mal zum Augenarzt gehen. Ach, das wird ihm aber leid getan haben. So. Und nur weil er schlecht sieht, dann geben Sie ihm immer Strafarbeiten auf. Ist das denn noch eine Gerechtigkeit? Was sagen Sie denn dazu, Herr Pedal oder Herr Rebell? Können Sie dem Herrn in aller ordentlich die Meinung sagen? Können Sie sich dann als Pedal nicht durchsetzen, Herr Rebell? Frau Becker, ich unterstehe diesem Herrn. Ja? Ja. Unterstehen Sie sich, das sollte mal was also, liebe Frau, meinen Sie es für nicht besser, wenn Sie jetzt gehen? Muss meine Jungs Strafarbeit machen, nur weil er schlecht sehen kann? Ja oder nein? Nein. Ah, dann ist es gut. Dann bin ich zufrieden. Ich hab ja gewusst, dass das eine anständige Schule ist. Da will ich auch nicht länger stören und will wieder gehen.
Ach, wissen Sie, ich muss nämlich noch nebenan in den Diskont laden und denen mal ordentlich der Meinung sagen, weil es keine Rabattmarken gibt. Das ist doch eine Gemeinheit. Da reden Sie immer vom Wirtschaftswunder. Aber Rabattmärkchen haben Sie nicht übrig für die Leute. Ich kann Ihnen sagen, als alleinstehende Frau, da ist was hier fällig. Anton? Ja? Kannst du jetzt verstehen, warum ich nie geheiratet habe? Wenigstens keine alleinstehende Frau, nicht? Ja, bei Fräulein Erika Schmitz wäre das etwas anderes. Das kommt gar nicht in Frage. Das will ich so verhindern müssen, verstehst du? Und ich werde es nie zugeben, dass mir jemand dieses Mädchen wegnimmt. Dieses Mädchen nimmt mir niemand weg. Oh. Und ich habe immer gedacht, Sie könnten mich nicht leiden. Euch können Sie sicher sehr gut leiden, wenn Sie nicht da sind. Sie schäker sind. Wieso? Aber Sie werden ja verstehen, dass ich mich mit all meinen Gefühlen Ihnen nicht zuwenden kann. Nein, das kann ich verstehen. Doch ich kann mich doch nicht mit einem Schuldiener binden. Nein, das können Sie nicht. Uns trennen werden. Ganze Globus zu trennen uns. Darum habe ich das Band der Liebe meiner Brust zerrissen und von den Schmitz die Blumen aufs Katheter gestellt. Was ist los, Fräulein Schmitz? Jawohl. Und ich hab gedacht, die Blumen wären für mich bestimmt gewesen. Nie und immer überhaupt, wie können Sie in Ihrem Alter einer jungen Dame einen solchen Brief schreiben? Ach, von Hoppe, das wissen Sie, da verstehen Sie als Vorstandsmitglied vom guten Hirten. Und Sie müssten da wissen, welchen Gefahren so ein junges Ding ausgesetzt ist. Soll man da als älterer Mensch nicht eingreifen? Schon die Diogenes in seiner Tonne sagte, geh mir aus der Sonne. Nein, Sie nicht, bleiben Sie hier. Geh mir aus der Sonne und höre, der Mensch wird wie die, die ihn umgeben. Du stellst dich mal vor, dieses reizende Geschäft würde so werden wie wir. So schrullig wie der Nickenbüll, so eigensinnig wie Sie oder so frech wie ich. Das wäre ja grauenhaft. Ja, Herr Schmitz. Ja? Sie entpuppen sich ja direkt als Erzieher. Auch das sind Umwelteinflüsse. Natura non facit saltum. Die Natur macht keine Sprünge. Ja, Sie zitieren ja Lateinisch. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Gut, sehr gut. Ich werde Ihre Blumen weitergeben. Ich bitte darum. Johanna geht. Ach, kehrte sie niemals. Wieder Blumen? Sagt mal, wer von euch stellt mir eigentlich immer die Blumen aufs Pult? Keiner. Fritz, steh doch mal auf. Na, wer stellt mir die Blumen aufs Pult? Ich weiß nicht, Fräulein. Aber von uns ist es keiner. So, und woher weißt du das? Na, Fräulein, fragen Sie mich nicht. Aber ich weiß ganz genau, aus unserer Klasse ist es keiner. Na schön, also lassen wir das jetzt nicht. So, Jungs, wir nehmen heute wieder einen neuen Erdteil durch. Und zwar Afrika. Wo liegt Afrika? Südlich von Taormina, wo wir immer in die Ferien hinfahren. Du meinst südlich von Sizilien, das ist richtig. Also pass auf, Afrika ist ein Erdteil südlich Europas und mit seinen 30 Millionen Quadratkilometern der drittgrößte Erdteil der Welt. In Afrika leben ungefähr 210 Millionen Farbige, und etwa 5 Millionen Weiße. Ungefähr 210 Millionen Farbige. Und etwa 5 Millionen Weiße. Was meint ihr, wer waren wohl die ersten Weißen, die nach Afrika gingen?
Ja? Die Entwicklungshelfer. Die ersten Weißen gingen im 15. Jahrhundert nach Afrika. Und da gab es noch keine Entwicklungshilfe. Deswegen sagt man immer, das war die gute alte Zeit, weil das so was damals war nicht. Ja. Nee, das hat damit nichts zu tun. Also passt auf. Die ersten Weißen gingen im 15. Jahrhundert nach Afrika und gründeten dort Kolonien. Ihnen folgten dann die Missionare, die sich der wilden Negerstämme annahmen. Ja, Fräulein, das stimmt, das tun wir heute noch. Wir sammeln ja immer Staniolpapier für die Heidenkinder. Ja. Was machen die eigentlich immer mit dem vielen Staniolpapier? Das Staniolpapier, das kriegen nicht etwa die Heidenkinder. Nein, das Staniolpapier, das wird noch hier in Deutschland verkauft. Und von dem Erlös kaufen die Missionen dann Kleider und Medikamente für die Heidenkinder. Was ist mit der Entwicklungshilfe? Ich weiß es. Ja, Fritz? Die Entwicklungshilfe wurde gegründet, damit die Häuptlinge und Könige nach Bonn kommen können. Ja. Nein, nun passt auf. Die Entwicklungshilfe, die wurde von der westlichen Völkergemeinschaft ins Leben gerufen. Ja, sie soll den afrikanischen Staaten helfen, ihre Bodenschätze zu erschließen und ihre Staaten aufzubauen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Freiheit, so wie wir das hier haben. Ja, und damit sie sich Waffen kaufen können. Buschmesser und Speere für ihre Krieger. Zeng, zeng, paf, paf. Und große Kochböte, in denen sie die Weißen abkochen können. Also ich muss doch sehr bitten, ihr benehmt euch ja wie die Walubas. Sag, Fritz. In Afrika werden keine Weißen abgekocht, wie du dich auszudrücken beliebst. Die Zeit der Menschenfresser und Kannibalen ist längst vorbei. Das war einmal. Schad. Wie bitte? Schad, habe ich gesagt. Wieso ist es denn schad, wenn es keine Kannibalen mehr gibt? Das ist doch nur ein Fortschritt. Ich meine doch nur, dann könnte mir vielleicht mein Fräulein Hoppeditz einen schicken. An der Hoppeditz, da könnt sie eine ganze Stammransaat essen. Schon sehr bitten. So was möchte ich nicht noch einmal hören. Ja, bitte? Liebste Kollegin, darf ich Sie wohl einen Moment rausbitten? Leicht bekömmlich. Wenn ich jetzt rausgehe, seid ihr mucksmäuschen still. Fritz, du gehst an die Tafel, schreibst jeden auf, der schwätzt. Oh nee, Fräulein, ich möchte bitten, mir das zu erlassen. Warum? Wir sind doch so ruhig. Wenn ich nämlich einen aufschreibe, dann kriege ich nachher Klassenkeile. Wenn ich keinen aufschreibe, kriege ich von Ihnen eine Strafarbeit. Da gibt doch nichts bei rum. Na schön, also lassen wir das, setz dich. Dann holt euren Atlas raus und dann zeichnet ihr Afrika nach. Ich hoffe, ihr seid auch so schön ruhig. Ja, Frau Hoppeditz, bitte. Liebste Kollegin, Sie sind sehr begehrt in diesem Hause. So? Selbst der Schuldiener fühlte sich veranlasst, Ihnen einen Strauß auf den Pult zu setzen. Ich habe den Strauß versehentlich an mich genommen, ja, weil ich geglaubt habe, die Mutter einer meiner Schüler wollte mir einen Freund machen. Och, das kommt bei mir öfter vor, Sie verstehen. Es hätte aber auch ein Strauß von Herrn Rothe sein können, der für mich bestimmt gewesen wäre. Oh, es wird Ihnen wohl nicht entgangen sein, dass ich mich ein bisschen um den Herr Rothe kümmere. Ich werde den versehentlich angenommenen Strauß des Bedells an Sie weitergeben. Ich schenke Ihnen die Blumen, bitteschön. Und hier haben Sie auch den Brief. Morgen. Hat sie die alte Hoppe jetzt hier auch, Fräulein? Lass nur, Jung, das macht nichts. Und dann heißt das nicht die alte Hoppeditz, sondern Frau Studienrat Hoppeditz, bitte. Und dann zeig mir mal deine Zeichnung, Fritz. Fritz, so sieht Australien wirklich nicht aus. Australien? Wir sind noch bei Afrika. So, ja, Afrika. Afrika, wo die Heidenkinder wohnen. Fräulein, tragen die Heiden eigentlich auch Anzüge wie mir? Ja, die Heiden tragen auch Anzüge wie mir. Ach so, jetzt verstehe ich auch, warum meine Papa einen Hosenknopf in der Sammelbüchse für Entwicklungshilfe stellen will. Du bist so, Mann. So, Mann.
zeichnet schön ruhig weiter. Los, kann man nicht mal in Ruhe seinen Aufsatz schreiben, hä? Also hör mal zu. Jetzt ist Schluss, Anton. Was ist denn passiert? Ich mache das Spiel nicht mehr mit. Warte, was ist getan? Fräulein Hoppeditz will mich adoptieren. Grüß Gott, Herr Hoppeditz. Ja. Nein, also jetzt ist Schluss. Also wirklich, ich habe keine Lust mehr, mich länger wie ein Paradepferdchen striegeln und füttern zu lassen. Mein Gott, noch mal, ist doch nicht so schlimm. Ich soll ihr jetzt auch noch meine schmutzige Wäsche mit nach Hause geben. Oh ja, die hast du denn gespart. Nein, Anton, hör doch mal zu, mach doch mal keinen Unsinn. Du bist doch alle schuld, überleg doch mal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass ich dir das sage. Also, Anton, hör mal. Ja, entschuldigen Sie, ich hatte mit Herrn Schmitz etwas zu besprechen. Ich wollte Sie nicht damit beunruhigen. Ich wollte Sie davon fernhalten. Denn ich liebe Sie, Erika. Ach, Sie? Ausgerechnet Sie? Einen unpassenden Augenblick für dieses Geständnis hätten Sie sich wohl nicht aussuchen können. Oh, verzeih ich, Geständnis? Eine infame Lüge ist das. Nein. Jawohl, geben Sie sich nur keine Mühe. Ich verbitte mir Ihre Anbiederungsversuche. Guten Morgen. Guten Morgen. Nein, hören Sie doch mal. Julia Temperament, Katze von mir. Oh, hör doch mal auf mit deinen dummen Bemerkungen. Wieso? Jetzt hast du ja gesehen, was du angerichtet Gott, hast. Sei ruhig, was ich in die Hand nehme, das fluppt, mein Junge. Ja, das habe ich gemerkt. Das wirst du doch merken. Und jetzt werde ich einstellen. Nein. Allons avant de la patrie. Ich hör doch mal. Le jour de gloire est arrivé. So, jetzt werde ich aber Fräulein Hoppeditz die Meinung sagen. So, Jungs, Schluss für heute. Packt eure Hefte zusammen. Und für die nächste Stunde schreibt ihr mir einen Aufsatz über Afrika und alles, was wir heute gelernt haben. Auch noch mit der Hoppeditz. Fräulein Hoppeditz hat nun wirklich nichts mit Afrika zu tun. Also Schluss jetzt. Aufstehen. Wiedersehen, Jungs. Wiedersehen, Fräulein. Danke. Hey, Mensch, Junge! Seid doch mal ruhig! Die alte Hoppeditz hat unser Fräulein geärgert. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal die alte Hoppeditz ärgern hätten? Prima. Hat noch jemand eine Luftheule oder Knallfrosch dabei? Ich hab hier noch einen toten Maikäfer aus dem vorigen Frühjahr. Wie wär's mir denn auf den Stuhl legen? Was ist dir Quälerei? Ich hab aber noch eine Stinkbombe. Die werfen wir während der Stunde und ihr tut so, als könnt ihr nichts riechen. Ihr riecht einfach nichts, was ihr alles noch sagt, verstanden? Ihr bleibt ganz stur. Mein Aufsatz. Ich muss dir noch mal einen Aufsatz holen gehen. Sag mal ruhig. Herr Schmitz! Ja, was ist denn? Herr Schmitz, haben Sie meinen Aufsatz geschrieben? Ja, natürlich, jetzt fertig. Ich dachte, du wolltest nicht mehr. Oh, doch. Ne? Da kriegst du eine Eins für, du. Ach, Herr Schmitz, Sie sind Funzkerl. Ich verrate doch nichts, niemals. Funzkerl, das ist wohl ein Knall, was? Endlich mal vernünftig geworden zu sein. Na dann, moin. Moin. Setzen. Na, was hatten wir denn heute für eine Hausarbeit auf? Ein Aufsatz, meine Ferienreise. Aha. Dann soll unser Klassengroßsprecher Fritz Becker seinen Epos vorlesen. Meine Ferienreise. Hi, die Ferien waren gekommen. Hi, wie freute ich mich, der Schule für eine Weile Adieu sagen zu können. Das kann ich mal denken. Wieso? Haben Sie sich als Kind nie gefreut, wenn die Ferien kamen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ist ja auch schon verdammt lange her, ne? Hi. Ah nee, das hatte ich doch schon. Mein Onkel Peter hatte meine Mama und mich eingeladen, mit ihm in die Ferien zu fahren. Er holte uns früh morgens mit seinem Höppemötzchen ab. Höppemötzchen, Höppemötzchen, was ist das denn schon wieder? Das weiß doch jeder. Ein Kleinauto, ein Schlaglochsucher.
Wir fuhren durch die Stadt und am Neumarkt machte meine Mutter schon das Glas mit dem Kartoffelsalat auf. Mein Onkel fegt mit uns auf die Autobahn, die von Köln bis Frankfurt sehr hubbelig ist. Von allen Seiten strömten die Autos herbei und alle winkten sich zu und freuten sich. Bis kurz vor Siegburg die erste Verkehrsstockung kam. Da versuchte der eine den anderen abzuquetschen. Da zeigten sich die Autofahrer das Vögelchen, das heißt, sie tippten mit dem Zeigefinger an die Stirn. Das ist der deutsche Autogruß. Das Siebengebirge neben der Autobahn war sehr schön. Wenn wir auf das Dach des Höppemötzens kletterten, hatten wir einen schönen Anblick. Die Autoschlange schob sich Stunde um Stunde je einen Meter weiter nach vorn. Schneller ging es nicht, denn vorne standen die weißen Mäuse und hielten den Verkehr auf. Ein Fernfahrer hatte einen großen Brand, der musste zuerst gelöscht werden. Sein Anhänger war mit dem Schrecken davongekommen. Die Sätze sind ein bisschen unglücklich formuliert und geben zu Missverständnissen Anlass. Man merkt, dass du der Aufsatz in größter Eile geschrieben hast. Lese mal weiter. Endlich ging es weiter. Schaut nicht hin, wo etwas passiert ist, sagte meine Mutter und kneift die Augen zu. Wir kniffen alle die Augen zu. Auch mein Onkel am Lenkrad. Der Wagen, auf den wir draufknallten, war der dicke Kapitän vom Seebum, der immer aufschneidet. Wenn irgendwo ein neues Autobahnkilometerchen aufgemacht wird, kommt er mit der Schere und schneidet es auf. Dabei lacht er immer leutselig. Als wir alle ausgestiegen waren, lachte er nicht mehr leutselig. Die Leute hielten an. Man sah überall nur lachende Gesichter, von denen sich manche vor Freude auf den Bauch schlugen. Meine Mutter war sehr aufgeregt. In Junkersdorf geboren, hatte sie ihre Wiege nie verlassen und wollte... Schluss jetzt! Der Satzbau ist ja völlig falsch. Und dabei soll die Eins kriegen. Ein Eins, der wird wohl nicht geben. Aber du hast nett und fleißig gearbeitet. Ich werde dann drei dafür geben. Zeig der Aufsatz mal her. Die Stinkbombe. Ja, sag mal, das ist ja nicht dein Schrift. Wer hat der Aufsatz geschrieben? Ich hatte mir den Daumen verstaucht und ja, dann... Was ist das denn? Wie riecht das denn hier? Wir riechen nicht. Was? Ehe sie hier reinkamen, hat es hier aber noch nicht gerochen. Schon wieder so eine Stielblüte. Hier riecht es doch nach Schwefelwasserstoff. Ihr könnt einer erfahrenen Lehrerin doch nichts vormachen. Wer hat das Zeug verschüttet? Ich frage noch einmal. Wer hat den Schwefelwasserstoff H2S verschüttet? Erich. Ich war es nicht, Frau Studienrat. Aber dürfen wir das Fenster aufmachen? Nee, das Fenster bleibt geschlossen. Und ihr schreibt mir morgen einen Aufsatz mit die chemische Zusammensetzung des Schwefelwasserstoffs und den Aufbau seines Moleküls. Hat wieder einen Aufsatz. Hast du was gesagt? Ich hatte sehr richtig bemerkt, dass wir das in Chemie noch nicht durchgenommen haben. Dann fragt er, der dir den Aufsatz geschrieben hat. So, damit er etwas von der Luft hat, machen wir jetzt unsere Übung bei geschlossenem Fenster. Aufstehen! Arme reckt, beucht, reckt, beucht. Einatmen. Und wieder ausatmen. Hey! Von oben sind wir denn wahnsinnig geworden, die Jungs hier in diesem Mief wühlen zu lassen. Die fallen uns ja um, was fällen die denn ein? Herr Schmitz, wie können Sie es wagen, in meine Klasse zu kommen? Wie können Sie sich erlauben, meinen Unterricht zu unterbrechen? Aber fallen hat lieber Herr Schmitz, glauben Sie nicht, man wird selbst schlecht. Aber eine Strafe haben die Jungs verdient. Frau Lobrich, die Jungs sind hier, um zu lernen und nicht um zu verdienen. Ihr riecht ja wie dem Maul und Klaue, solche Sagen Sie mal, ist es Ihnen nicht gut? Nein. Sie sehen ja aus wie eine kreislaufgestörte Pellkartoffel, eh? Über Sie sofort beim Herrn Schulrat beschweren. Qualmann. Pellkartoffel und Qualmann hat zu mir noch niemand. Ja, dann hören Sie doch mal bitte. Also mit der Stinkbombe, das bist du wieder gewesen. Ich kenne dich doch, du Racker. Sag mal, hier bin ich immer noch beim Zauberkönig, ja? Wir haben ja früher auch raus mit euch, Bande, los! An die frische Luft! Raus!
Das ist eine Rasselbande, mein Gott. Naja, wir haben Stinkbomben geworfen, die werfen Stinkbomben und die und ihre Jungs werden auch wieder Stinkbomben werfen. Aber solange das Stinkbomben sind, bin ich einverstanden. Hallo! Anto, was hast du gemacht? Nix. Jetzt kommt alles raus. Warum? Sie telefoniert. Lass sie doch, bevor ich spreche, werden ja nicht mehr abgehört. Ja. Anto, verstehst du nicht? Sie telefoniert mit dem Schulamt. Sie hat bereits telefoniert, meine Herren. Und morgen hat meine Stunde geschlagen. Herr Direktor, der Herr Schulrat ist noch am Apparat. Jetzt möchte sie sprechen. Ach, was haben Sie einen fiesen Charakter. Was haben Sie für einen fiesen Charakter? Ach, Herr Schmitz, ich habe genug von Ihnen, ja? Von allen hier. Gott sei Dank habe ich so viel Geld, dass ich mich in ein Pensionsheim einkaufen kann. Die armen Leute, die da wohnen, tun mir jetzt schon leid. Vielleicht mache ich auch eine Reise um die Welt, muss man sehen. Wunderbar, bringen Sie mir aus Costa Rica einen Sack Kaffee mit. Ja, Ihnen werde ich raten, einen Sack Kaffee mitbringen. Aus. Wissen Sie, was der Schulrat prüfen wird? Nee. Dann will ich es Ihnen sagen. Er prüft nach dem Einheitslehrplan der letzten 3 Monate. Und Sie sind erst beim Stoff vom vergangenen Frühjahr. Sie sind bei Wallenstein, Schiller und er prüft Goethe. Oh, Gottes Willen! Ach, sie erreicht den Hof mit Mühe und Not. Ist ja Goethe, hat sie noch nicht. Und was prüft er noch? Anton, das ist es ja gerade. Ja? Geschichte. Pippin der Kleine und ich bin erst beim Cäsar. Oh, yeah. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Nö. Weißt du, wer der Schulrat ist? Ist mir egal. Wird dir nicht egal sein. Also. Der Schulrat ist der Eusebius Schulter. Oi, den kenne ich doch. Anton, das ist es doch gerade. Der kennt dich auch. Der darf mich ja nicht sehen. Wenn der erfährt, dass du mich angestellt hast, dann fliegst du ja raus. Das wird dich ja die größte Unannehmlichkeit. Nee, das kann man nicht machen. Ich versteck mich im Gartenzimmer. Auch fein, Anton. Und jetzt holen wir mal die Quacht da rein. Jetzt kommt meine große Stunde. Die werde ich fertig machen bis morgen. Auch Anton, sein. Aber die Prüfung nicht hinkriegen. Kommt mal alle rein. Wer braucht meine Hand, bitte schön antreten. Aufstehen! Hinsetzen! Aufstehen! Hinsetzen! So, jetzt habe ich euch mal was zu sagen. Endlich haben Sie auch mal was zu sagen. Habt ihr gefälligst die Schlüsse verstanden? Jungs, morgen kommt ein strenger Schulrat, der wird euch prüfen in Deutsch, Geschichte und Geografie. Er wird euch Dinge fragen, die ihr bis jetzt noch nicht durchgenommen habt. Au, Backe. Jetzt haben wir da rein. Ja, jetzt haben wir da rein, aber wir werden uns schon nicht blamieren. Denn ihr geht jetzt nach Hause. Jawohl! Nach Hause, um euch eine halbe Stunde hinzulegen, etwas zu essen, aber nicht zu viel. Ein voller Bauch studiert nicht gerne. Und um 2 Uhr seid ihr wieder hier. Verstanden? Oh, haben wir Arrest? Okay. Nein, ihr habt keinen Arrest. Wir wollen doch zusammenhalten, dass wir morgen die Prüfung mit Glanz bestehen. Wollen wir das? Ja! Wir wollen für die Schule Ehre einlegen. Wollen wir das? Ja! Also, dann seid ihr um 2 Uhr wieder hier. Dann gehe ich mit euch alles das durch, was ihr wissen müsst. Und was der Schulrat morgen prüft. Und nach dem Unterricht wird gepaukt, bis das hier oben drin fest sitzt. Und morgen, wenn die Prüfung gut vorbei ist, was dann alles hier klappt, dann könnt ihr auch weiterhin bei mir nachsitzen mit Kaffee und Kuchen. Ja, 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 was sagst du dazu? Aufstehen! Ja. Anton ist der Beste! Oh, ja. Och, mit 5 Minuten nach 8:30 ist nichts vom Schulrat zu sehen. Auch wenn ich schon alles hinter mir hätte. Mein Uhr falsch hier. Zwiebel hat mich noch nie im Stich gelassen. Anton, ach, wenn das einer gehört, ich bin vollkommen durcheinander. Herr Schmitz! Ja, bitte. Sag mal, was ist da mit dir? Du im blauen Anzug? Wir haben sie vergessen, dass der Schulrat kommt. Anton, wir haben noch ausgemacht, dass du dich verstecken sollst, weil dich der Schulrat kennt. Ja, das haben wir. Ja, du wolltest nicht karten. Ja, das wollte ich, und da sind so viele Spinnen. Und die mag ich nicht. Da muss immer reingemacht werden. Da das wäre wohl Aufgabe des Bedells, nein, oder? Das wäre Aufgabe einer Raumpflegerin, und die bin ich nicht. Naja, das ist ja egal. Was? Siehst du, jetzt fange ich auch schon damit an. Bitte, bitte, Anton, versteck dich. Nein, ich werde mich nicht verstecken. Ich habe es mir. Anders überlege ich, tue es nicht mehr. Was? Ich habe die Jungs für ihre große Stunde vorbereitet. Jetzt will ich auch was davon haben. Bitte sollen sie mich rausschmeißen. Ich will die Bedellmaske mal endlich ablegen. Und wenn sie mich rausschmeißen, dann gehe ich. Dann werde ich eben Fotomodell für Schlankheitsmittel. Ja.
Nun, Fotomodell für Schlankheitsmittel. Jawohl, lieber Junge, in den Anzeigen findet man immer zwei Bilder. Vorher, nachher, ich bin vorher. Anton, bitte lass den Blödsinn. Ich stehe tausend Ängste aus und du denkst nur an ein Fotomodell. Anton, ich verspreche dir, wenn wir alles gut hinter uns haben, ich fahre nach Düsseldorf, bring mit dir alles in Ordnung. Nein. Aber bitte tu mir einen Gefallen, versteck dich, der Schulrat kann jeden Moment kommen. Nein, er kommt um 9, jetzt haben wir Viertel von 9, haben wir Zeit. Anton. Oho. Schönen guten Morgen, meine Gnädigen. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag Hals- und Beinbruch. Ach, bitte, bitte, sind Sie doch ein bisschen nett zu bin mir. Bin ich doch. Nee, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Mein Gott, woran kann das wohl gelegen haben? Ich würde mal darüber nachdenken, meine Gnädigste. Verspotten Sie mich doch nicht. Ich habe doch alles nicht gewollt. Hat nicht gewollt, nicht gewollt? Wer hat dein Schulamt angerufen? Ja, ich habe doch nur gut gemeint, damit wir endlich wieder Ordnung haben. Ordnung haben? Wer hat den Lehrplan nicht erfüllt, ne? Wir sollten uns auf den Standpunkt stellen, wer die Suppe eingebrockt hat, soll sie auslöffeln. Jawohl, jawohl. Oder in Magnis et Voluises Attest. In wichtigen Dingen genügt es schon, gewollt zu haben. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schmitz. Na nun, Frau Appetit, Sie sind ja so blass. Ist Ihnen nicht gut? Nicht so richtig. Bitte nicht weinen. Wenn der Schulrat Sie vor weinen Augen sieht, ist es ganz aus. Kommen Sie, Frau Appetit, wir machen uns ein bisschen ja, frech. Ja, klar. Lass Sie frech. Jetzt fängt die noch an zu kriechen. Wir meinten ja vielleicht, du wärst am Lachen. Nimm dich zusammen, ich muss dich jetzt allein lassen. Ach, du hast es gut. Ich habe es gut, ja. Bitte, bitte, geh doch in dein Kabäuschen. Ich gehe in mein Kabäuschen. Ich passe aber auf, ich höre jedes Wort, was ich gesprochen habe. Und wenn du Blödsinn machst, ich komme raus, du. Komm, du. Zieh das Schlüssel. Zieht. Herr Direktor? Ja, Herr Rothe. Er kommt. Er kommt! Der Schulrat ist vorgefahren. Soll ich die Schüler hineinführen? Lassen Sie Schüler vorfahren. Anton... Schnell. Beeil euch, Jungs. Guten Abend, Jungs. Moin, Jungs. Setzen. Jetzt bitte tut mir nur einen Gefallen. Seid ganz schön ruhig. Seid ruhig. Riecht euch nicht auf. Nehmt euch ein Beispiel. Das Schulamt ist vor euch. Schulrat ist vor euch. Wenn Sie sich hier aufpflanzen wollen, so... Herr Rothe, bitte auch hier so. Toi, toi, toi. Dreimal schwarzer Kater, wird alles schief. Ja, das ist ja eine feuchtfröhliche Begrüßung, das muss ich schon sagen. Bitte um Entschuldigung, Herr Schuler. Ja, aber das ist doch nicht möglich, dass... Das ist doch mein alter Freund Heinrich. Ist er. Sebastian, du bist hier Direktor? Mhm. Tja, also daran hätte ich wirklich im Traum nicht gedacht. Ich hatte schon angenommen, ich regiere einen Namensvetter von dir. Oh, das hätte ja möglich sein können, wo es so viele Nickenbirds gibt. Na und wie geht es dir, mein lieber Freund? Umständen entsprechend. Gestern ging immer besser. Köstlich, köstlich. Ja. Immer noch der alte Witzbold, nicht? Mhm. Ja, würdest du mich dann eben im Lehrkörper vorstellen? Aber, oh, ich bitte um Entschuldigung, das ist ein Körper. Direktor, was soll das? Das ist die Alterspräsidentin unserer Anstalt, Fräulein Eulalia Hippedotz. Hoppeditz! Guten Morgen, meine Liebe. Guten Morgen, Herr Schulrat. Na, Sie sehen aber noch sehr rüstig aus. Auch Herr Schulrat, Sie schmeicheln. So, Sie haben also den Hilferuf an unsere Behörde losgelassen. Ja, ich weiß. Naja, ich kann mir zwar noch kein Bild machen, welche Zustände hier herrschen, aber wir werden ja sehen. Und die Leistungen der Klassen in Ihren Fächern interessieren mich natürlich ganz besonders. Das freut mich. Ich bin davon überzeugt, dass Sie vorbildlich sein werden. Ich glaube. Oh, oh, oh. Was war das denn? Ach, das? Ach nein, da drin haben wir ein kleines Hündchen, Herr Schulrat. Ja. Caro, schön ruhig. Ich heiße Toni. Ja, wer ist das denn? Ach, das ist nur unser Pedell, nicht der Rede wert, Herr Schulrat. So ein Pedell ist Ihrer Meinung nach nicht der Rede wert. Interessant, interessant. Du, aber Heinrich, sag mal, kenne ich den Herrn nicht? Der kommt mir so bekannt vor. Ich meine, schon mal gesehen zu haben. Oh, ja, das ist möglich. Der fährt jede Woche einmal nach Köln in das Henneschen. Köstlich, köstlich. Deinen Humor, den hast du noch nicht verloren.
Naja, ist ja im Augenblick nicht so wichtig, nicht? Ja, eben. Also, das ist Herr Rothe, Assessor, sehr fleißig, sehr erfolgversprechend. Und das ist Fräulein Erika Schmitz, auch sehr gut. Pädagogisch, sozusagen. So, meine Damen und Herren, dann wollen wir mal in Medias Res gehen, nicht? Wollen wir mal, ne? Ja, dann nehmen wir zunächst die Quarta hier. Die anderen Klassen, die können wir uns ja später vornehmen, nicht? Wenn ich bitten darf, Herr Schulrat. Gute Morgen zusammen. Nein. Ich meine Flitzere nicht da. Och, der arme Junge, der hat doch schon wieder sein Butterbrötchen vergessen mit Flönitz drauf. Blutwurst, verstehen Sie? Der Kaviar des kleinen Mannes hat meine Mann, Gott haben selig, immer gesagt. Ja. Liebe Frau, bitte, darf ich Sie bitten? Sie? Ja, ich... Oh. Sie können mich ja nichts bitten. Oh. Ich rede hier nur mit einem, und zwar mit dem Herrn Pedal. Pedal? Sie sind sicher auch Vater von so einem armen, geplagten Jungen. Ach, was die alles lernen müssen. Ich kann Ihnen sagen, ja, ja, die Lehrer machen noch ganze Familien jetzt, so viel kriegen die Kinder auf. Ich habe mit meinem Fritzemann pauken müssen, dass ich vor lauter Lateinsprüch jetzt schon meine Hausarzt vertreten können. Ja, und dann kenne ich auch der Willi Tell. Ja, wissen Sie, der mit dem Apfel, ne? Wie meine Mann dort haben selig. Und dann weiß ich auch, dass die Russen im Krümel wohnen. Ja, man wird doch ganz gebildet als Mutter von so einem höheren Schüler. Sie wollen sich sicher auch beschweren, nicht? Nein, liebe Dame, ich bin hier mal. Ach, vor mir brauchen Sie sich doch nicht zu genieren. Was zu viel, es ist zu viel. Stellen Sie sich vor, die Lehrer haben tatsächlich für heute der Schulrat hierher bestellt, nur für die Jungs zu drangsalieren. Als ob die das jetzt schon allein fertig bringen täten. Da lassen die sich noch extra einen Reservisten kommen, jawohl. Ja, Reservisten. Also nun lassen Sie doch endlich die Stupperei sein, Sie Pfannkuchen mit Beinen. Aber das kann ich Ihnen sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Gestern Nachmittag haben die armen Kinder den ganzen Lehrplan auswendig lernen müssen, ja? Kinder, ihr könnt ruhig vom Bäcker abhauen. Och, das war ja der Herr Pedal. Oder vielmehr der Herr Rebell. Der will sicher nicht gestört werden. Der will hier ein bisschen leiser sprechen. Wissen Sie, der ist nämlich sehr empfindlich. Och, und der ist so vornehm. Meinen Sie, der hätte auch nur ein einziges Mal den Direktor angebrüllt? Oh, nee, oh. Der ist sehr sozial. Der arme Mann muss ja immer so schwer arbeiten. Vielleicht zieht er jetzt wieder die Lateinhefte vom Direktor nach. Die Lateinhefte vom Direktor? Ja. Na, da hat er Ihnen aber einen schönen Bären aufgebunden, liebe Frau. Ja. Ein Pedell und die Lateinhefte nach. Ja, ja. Na, ist das nicht zum Brunnen, Kollegin? Sie lachen ja überhaupt gar nicht. Nein, Frau Hoppeditz hat es auch nicht mehr nötig zu lachen, wenn ein Vorgesetzter einen Witz macht. Sie will sich pensionieren lassen, Herr Schulrat. Was, ja? Och, Herr Schulrat. Ja, dann sind Sie ja der Reservelehrer aus Düsseldorf. Na, das hätte ich mir ja beinahe schon denken können. Wie eine leibhafte Vater sehen Sie noch ja nicht aus. Bitte, 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 liebe Frau, also, wir haben Prüfung. Mami, komm um. Fritzemann, okay. Ich jung. Hey, have you the little Butterbrötchen? Attention! Arrivederci, goodbye, buona notte, buona lui, buona heine, buona ciao! Köstlich, köstlich, was man mit den Eltern alles so erleben kann. Ich war mein Erbschaft. Ja! Tja, aber jetzt wollen wir doch mal, nicht? Aber dann wollen wir mal, ne? Morgen, Jungs. Guten Morgen, Herr Schulrat. Sitzen. So, Jungs, ich bin also euer neuer Schulrat und ich bin hergekommen, damit wir uns einmal kennenlernen. Also ihr braucht keinen Bammel vor mir zu haben. Denkt euch einfach, ich sei euer Vater und will eure Aufgaben abhören. Ich habe nämlich auch zwei Jungs. Ach, nee. Natürlich. Auch wenn es manche Leute nicht für möglich halten. So, dann wollen wir doch mal sehen, was auf dem Lehrplan der Quarta steht. Ach, da ist es ja. Deutsch. Zitate aus der Lektüre,
Goethe, Götz von Berlichingen. So, also zuerst einmal zu den Zitaten. Wer weiß eins? Na, du da? Ein Narr kann mehr Fragen als 10 Weise beantworten können. Köstlich, köstlich. Du bist wohl ein kleiner Witzbold, was? Aber schau doch mal deinen Direktor an. Fällt dir da kein Zitat ein? Es rast der See und will sein Opfer haben. Nein, nein, ich dachte eher an ein Zitat aus dem Götz, den ihr gerade durchgenommen habt. Nun? Sagen Sie, Herr Schulrat, aber ich habe den Götz noch nicht durchgenommen. Ich bin erst bei Wallenstein. Liebe Kollegin, da bin ich aber wirklich sehr enttäuscht. Der Wallenstein, der war doch schon vor 6 Monaten auf dem Lehrplan, wie ich hier sehe. Entschuldigen Sie, Herr Schulrat, aber Fräulein Hoppeditz irrt sich. Wir haben den Götz bereits durchgenommen. So. Sie verwechseln uns bestimmt mit der Quinta. Aha. Und ein Zitat aus dem Götz kann ich auch. Ja, danke, danke, danke. Das glaube ich dir ohne weiteres, dass du ein Götz-Zitat beherrschst. Na, man kann sich ja mal irren, nicht wahr, Kollegin? Es wäre ja ein Wunder, wenn Sie den Lehrplan nicht erfüllen. So, dann sage du mir mal ein Zitat aus dem Götz. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Erster Akt, Götz zu Weißlingen. Ja, ich bin zufrieden und jetzt du da? Die guten Zeiten sind vorbei. Götz zu Weißlingen, Antwort auf einen Trinkspruch. Auch sehr gut. So, jetzt wollen wir aber mal hören, ob eure Lehrerin auch ein Zitat aus dem Götz zum Besten geben kann. Nun, Kollegin? Selbstverständlich, Herr Schulrat. Aber das ist doch... Aber eines werden Sie mir doch sicher sagen. Ja, ja, das werde ich tun. Ja, also ich... Sag deinem Hauptmann... Vor seiner kaiserlichen Majestät habe ich... Vor seiner kaiserlichen Majestät habe ich... Wie immer den gebührenden Respekt. Er aber sag's ihm... Er kann nicht... Nein! Ja, was hast du, mein Mann, Junge? Herr Schulrat, da steht ein Pünktchen. Was bedeutet Pünktchen? Ja. Also die. Ach so, ja, die Pünktchen, nicht? Ja. Also die bedeuten. Aber das ist doch gar nicht meine Aufgabe, euch das zu erklären. Dafür sind doch die Lehrer da. Ich bin gekommen, um zu prüfen und nicht um zu unterrichten. Ah, du bist aber ein sehr aufgeweckter Junge. Du bist wohl der Beste, was? Nein, leider nicht. Ah, der wievielte bist du denn? Wenn ich eine Stelle aufrücke, dann bin ich der Vorletzte. Köstlich, köstlich. Ein Prachtkerl. Dank, Schwappi. So. Wer kann mir nun etwas über Johann Wolfgang von Goethe sagen? Na? Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28.08.1749 in Frankfurt am Main geboren und starb am 23.03.1832 in Weimar. Er studierte in Leipzig, wurde kaiserlicher Rat, schrieb viele Dramen, Balladen, Elegien und Gedichte, hatte einen einzigen Sohn namens August, hatte verschiedene Frauen... Danke. Heute die Goethe-Gesellschaft. Seit 1932 gibt es das Goethe-Institut in München und seit 1927 den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Also, Kollegin, ich muss schon sagen, alle Achtung. Ich danke Ihnen für das Lob, Herr Schulrat. Aber ich kenne meine Jungs nicht wieder. Fritz Becker hatte in der letzten Klassenarbeit 14 Fehler. So. Ja, Herr Schulrat, die Frau Studienrat, die sucht ja direkt danach. Aber was wahr ist, muss wahr bleiben. Ich habe mit den Jungs den Goethe noch nicht durchgenommen. Das ist ja nun wirklich interessant. Fritz, wer hat euch den Götz gelehrt? Das dürfen wir nicht sagen, Herr Schulrat. Wir haben unser Ehrenwort gegeben. Das muss ich natürlich respektieren, nicht? Aber ich komme noch darauf zurück.
So, gehen wir nun zur Geografie über. Wer gibt dieses Unterrichtsfach? Vollschmitz, Herr Schulhardt. Oh, reizend, reizend. Also, Sie geben sicher auch Turnen, ja? Nein, ich, Herr Schulhardt. Was denn in diesem Alter? Aber Herr Schulrat, so alt bin ich ja wieder auch nicht. Ja, wie Sie meinen, mir soll es ja recht sein. Dann bitte ziehen Sie sich inzwischen um. Ich möchte die Klasse auch noch im Turnen ziehen. Umziehen? Ja. Nein, Herr Schulrat, ich unterrichte immer im Kleid. Aber wieso unterrichten Sie im Kleid? Na, natürlich auf dem Schulhof beim Ballspielen, ja. Aber in der Turnhalle, nur im Turnkleid. Nur im Turnkleid. So, gehen wir zurück zur Geografie. Laut Lehrplan seid ihr da jetzt bei Afrika schon seit 3 Monaten. Oh, Verzeihung, Herr Schulrat. Erst seit gestern. Ich bin nämlich erst seit 14 Tagen an dieser Schule. Die Klasse war noch nicht so weit. Sie können uns aber alles fragen, Herr Schulrat. Wir wissen es schon. Na gut, dann wollen wir doch mal den Primus fragen. Wer ist das hier? Ich, Herr Schulrat. Na? Aber ich komme so selten dran. Ja, dafür ist ja der Primus. Gut, dann machen wir die Gegenprobe und fragen den Letzten. Das bist du doch, Fritz, ja? Dann versuch du mir doch mal etwas über Afrika zu erzählen. Afrika ist der drittgrößte Erdteil und umfasst 30 Millionen Quadratkilometer. Dort leben etwa 215 Millionen Menschen, davon 210 Millionen farbige und 5 Millionen weiße. Afrika zerfällt in 3 Teile. Erstens die Atlasländer, das heißt die Jungen Faltengebirge. Zweitens Niederafrika mit der Wüste Sahara, dem Kongo-Becken und dem Sudan. Drittens Hochafrika mit Abessinien im ostafrikanischen Seenhochland in Südafrika. Ein Platz für wilde Tiere ist in Mittelafrika an den Ufern des Zambesi. Der bedeutendste Herrscher Afrikas ist Nasser, der populärste Haile Selassie, auch Löwe von Juda genannt. Also, das ist ja großartig, ist das. Man meint ja gerade, du seist von einer Entdeckungsreise zurückgekehrt. Die ersten Entdeckungsreisen nach Afrika machten die Phönizier um 600 vor Christus. Um 450 fand eine Reise an uns da gab. Parmaster. Ja, danke, danke, danke. Jetzt hört mir aber endlich auf mit diesem Afrika. Verzeihung, Herr Schulrat, ich verstehe das alles nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich noch nichts über die Entdeckungsreisen durchgenommen habe. Jedenfalls noch nicht über die des klassischen Altertums. Tja. Und woher wisst ihr das alles? Das durfte ich mir nicht sagen, Herr Schulrat. Da haben Sie Ehren noch gegeben. Sonderbar, sonderbar. Es scheint doch so etwas wie Zustände an dieser Schule zu geben. Aber ich komme noch darauf zurück. So, und bei euren Leistungen, da brauche ich gar nicht mehr über Geschichtsereignisse zu fragen. Wenn ihr euch da zum Beispiel nach Pippin dem Kleinen fragen würde, dann... Bitte nicht, Herr Schulrat. Ich habe den Pippin noch nicht durchgenommen. Was haben Sie? Wenn wir nach Pippin dem Kleinen gefragt würden, dann würden wir antworten, Pippin der Kleine hieß eigentlich Pippin der Jüngere und war Frankenkönig von 751 bis 768. Sohn von Kamachtel, 747 Hausmeister von Frankenkönig. Setzt den letzten merowingischen König Hilderich den Dritten ab. Tja, also ich bin sprachlos. Das ist fantastisch, ist das. Tja, und du, Heinrich, Sie, Herr Direktor, Sie haben das überhaupt mal nicht durchgenommen? Nein. Müsste es vielleicht geträumt haben. Tja, das ist unglaublich, was die Jungs da leisten. Naja, kommen wir nun zu den Turnprüfungen. Laut Lehrplan Klimmzüge am Reck, Kniewelle am Reck, Kopfhang am Reck. Grätsprung über das Pferd und Hocke über das Pferd. Und das wird uns alles Fräulein Hoppet jetzt vorturnen. Nein, ja? Das kann Fräulein Hoppet jetzt doch gar nicht mit den Schülern geübt haben. Hocke übers Pferd. Wieso wollen Sie damit behaupten, dass die Lehrerin den Lehrplan im Turnen nicht erfüllt hat? Ist erfüllt. Das alles hat der Herr Schmidt mit uns... Ach. Moment mal. Welcher Herr Schmitz? Unser bitte. Schön, dann holt doch mal diesen Herrn Schmitz herein. Nicht nötig, hier ist er schon. Hier steht er, hier geht er. Stadtnummer ist Umbrade, Schatten seines Namens. So, Sie sind also Herr Schmitz. Herr Schmitz, Rebell, Pedell und manchmal auch Pedal genannt. Ja. Sie haben also den Jungs diese Turnübungen beigebracht und dann sind Sie es wahrscheinlich auch der Privatunterricht und Nachhilfe in den anderen Fächern gegeben. Jawohl, hat. Ich habe es, es kommt ja doch raus. Ja, sagen Sie mal. Kennen wir uns nicht? Aber natürlich, Herr Eusebius Schultheiß. Eusebius Schultheiß, ehemaliger Lehrer am Gymnasium. Eusebius Schultheiß, ehemaliger Fahnenträger. Ja. Ich meine doch bei den braunen Funken. Ach.
Ja. Ja, aber Sie... Anton Schmitz, Studienrat am Gymnasium, später Direktor des Gymnasiums, verheiratet mit einer Pützchen und hat eine reizende Tochter namens Erika. Dann sind Sie... Ja? Verzeihung, ich wollte sagen, dann bist du... Ja, mein Kind, ich bin deine Vater. Papa! Ja, komm. Papa. Ja, dann bin ich ja auch dein Papa. Patenonkel. Ach, Onkel Heinrich. Ja, warum habe ich das denn alles nicht gemerkt? Ja, Kind, das sind 20 Jahre her und du warst so klein, wie das damals alles passiert ist. Tja, warten Sie mal. Ja, da war doch ein falscher Studienrat. Ja, Reinhard Müller alias Vogel, glaube ich. Ja. Ja, richtig, Reinhard Müller. Er hatte sich einen falschen Doktortitel zugelegt. Und da wurde noch die Schulkasse geplündert über 1000 Mark. 1200 Mark und 71 Pfennig. Tja, es kam zu einer peinlichen Gerichtsverhandlung. Es war ein Skandal. Der Mann wurde denn sofort wegen Urkundenfälschung verurteilt, denn den Diebstahl an der Schulkasse konnte man ihm aber nicht beweisen. Eben, ich wurde ja auch freigesprochen wegen Mangel an Beweisen. Ja, man hat aber später bei Renovierungsarbeiten im Lehrerzimmer hinter einem Bücherschrank diese 1200 Mark gefunden. Nein! Packpapier angesiedelt. Das darf nicht wahr sein. Und ja, die 71 fände ich auch. Ich nehme es an und auf dem Packpapier stand dann auch die Anschrift dieses Reinhard Müller. Nein, das ist... Er hat gestanden und wurde noch einmal verurteilt. Aber Herr Schmitz, Sie waren da leider spurlos verschwunden. Ja, natürlich, aber das war ja auch so furchtbar. Und das alles ist rausgekommen, das Geld ist gefunden und alles ist wieder klar und ich bin nicht mehr der aus Mangel an Beweisen. Aber nein, lieber Freund. Sie haben sie gesucht wie eine Stecknadel. Ja, ja, natürlich. Ja. Ein Glück, dass ich sie hier gefunden habe. Ja, wirklich. Ich glaube, das können wir alles den Jungs verdanken. Natürlich. Deinen Jungs. Anton, ist ja alles wieder jung. Ja. Papa, ich bin so froh. Na, sieh. Ja, und ich gratuliere auch, Anton. Ja? Ich bitte dich um die Hand deiner Tochter. Nein, komm gar nicht in Frage. Nein. Willst du denn den Windbeutel haben? Ja, Papa. Du. Der Windbeutel, den will ich. Ja, aber ich... Ist ja real. Und ihr Jungs, wollt ihr eine neue Lehrer? Ja, ich hab auch schon Spitznamen für ihn. Ja. Unser Pedal. Nö. Jawohl, ihr habt einen neuen Lehrer, ein Lehrerbrautpaar, aber kein Pedal mehr. Also ich muss schon sagen, das sind Zustände an dieser Schule hier. Dafür habt ihr aber heute schulfrei. Jawohl. Wer ist das schuld mit ihrem Telefonat? Nur unsere Hoppeditz. Wenn die nicht gewesen wäre, wo ist sie denn überhaupt, die Kinder? Ruft sie doch mal bitte, Hoppeditz! Hoppeditz! Hoppeditz!